Okay. Ja. Ich sitze jetzt gerade auch noch so ein bisschen weiter weg, so was ich esse, aber also, ja. Okay. Aber auf dem Laptop bist du weiter, oder? Ja. Ja. Macht nichts. Bin da heute mega entspannt. Erstmal fertig essen und dann mal schauen. Bin gespannt, ob das Spiel gut ist oder nicht. Hast du schon mal gespielt oder irgendwas gesehen davon? Ja, gut. Weiß halt auch nicht, wie es ist da, weil da die ganze Zeit so Erweiterungen, die man theoretisch kaufen kann. Wie es ist, ohne die alle zu haben. Ja, das ist das. Ich habe jetzt nur das Hauptspiel sozusagen. Gucken morgen. Hallo Argus und hallo Montis, wie geht's euch? Na, alles gut? Huch. Ich bin gerade noch am Brezel mit Obersten essen, aber ich bin gleich fertig, dann können wir spielen. Panflötendrama. Hallöle, wie geht's? Damit das Stream Deck auch benutzt wird. Guten Morgen und guten Hunger. Dankeschön. Sehr gut und selber. Mir geht's auch gut. Mir geht's auch gut. Danke der Nachfrage. Katastrophe. Moin. Der Mais scheiße? Oh, wieso das denn? Der Timer, guten Morgen. Wie du kennst. Moin. Na? Habt ihr Urlaub oder müsst ihr arbeiten? Wie sieht es denn bei euch aus? Oder Schule oder was auch immer. Wenn am Arbeitenstream lief Neumann. Sehr gut. Kalt und regnerisch. Ja, bei mir auch. Es regnet heute schon den ganzen Tag. Also heute ist nicht geiles Wetter. Spätschicht und gerade wach. Ah, okay, cool. Und Sam, moin. Hab mir mal wieder meine bereits bekannten Aufbackbrezen gemacht und habe Obersten dazu. Ist sehr geil. Muss eben noch Sachen machen, gleich wieder da. Alles gut, kein Stress. Heute wird gezockt. Ja, ich habe mir gedacht, weil ich Urlaub habe, können wir mal ein bisschen zocken. Und am Abend, also heute um 18 Uhr, ganz normal, wird dann gekocht. Ich habe gerade Sonne und 16 Grad. Oh, geil. Genieße es. Also wie gesagt, bei mir regnet es heute schon den ganzen Tag. Und es ist kalt.
Frage in die Runde: Gibt es eine Gold Couture Edition für dieses Spiel, wo alle Erweiterungen bereits enthalten sind? Oh, weiß ich nicht. Vielleicht weiß es wer anders. Also ich habe nur dieses Hauptspiel. Mau Urlaub, wie lange hast du? Die Woche. Diese Woche habe ich Urlaub. Mein Mod hat gemeint, es gibt eine Premium Edition, wo quasi alles drin ist. Die ist wohl auch gerade runtergesetzt. Du hast jetzt geguckt auf Steam oder? Auf Steam, okay. Lass dir gut gehen, Urlaub ist immer so schnell. Ja, das stimmt. Vor allem, ich habe dann trotzdem jetzt ein bisschen was zu tun. Hatte auch schon überlegt, ob ich gestern noch streamen soll. Aber irgendwie ist es dann recht spät geworden. Und dann, okay, bei Epic ist es auch runtergesetzt. Jetzt habe ich mir gedacht, dann machen wir jetzt heute zumindest mal einen Stream, weil ich weiß nicht, wann ich die Woche, also außer den normalen Streams, noch irgendwie einen Stream unterbringen soll, kann. Das ist tatsächlich ein bisschen krass, weil ich habe ja gesagt, habe ich ja erzählt, ich kriege am Freitag neue Möbel. Und jetzt habe ich gestern habe ich mein Bett schon auseinandergebaut. Ich schlafe jetzt gerade auf der Matratze am Boden. Und mein Sofa muss noch irgendwie weg. Da bin ich gespannt. Da will sich heute, also ist eine interessiert, die wollte sich heute bis 14, 15 Uhr melden. Ich hoffe, die nimmt das Sofa. Ja, das muss halt einfach raus so. Ich will gar kein Geld mehr dafür, es soll einfach nur weg. Damit ich Platz fürs Neue habe. Sommer in Deutschland. Eltern haben mir gestern ein Bild aus ihrem Garten geschickt. Sah aus wie Schnee war. Hagel, oh nein. Ja, es ist, also es ist aber auch dieses Jahr, es ist extrem, glaube ich, mit dem Wetter. Was macht man eigentlich so als IT-Systemkauffrau? Computer kaufen, verkaufen. Es kommt ein bisschen drauf an, wo du arbeitest, also auf deinen Arbeitgeber, ob du sozusagen in einem Systemhaus arbeitest oder irgendwo anders. Bei mir ist es so, ich mache First-Level-Support intern für die Firma, bei der ich angestellt bin. Dann mache ich Bestellungen, Hardware, Software, bin Ansprechpartner für eine bestimmte Software, Verträge, also zum Beispiel Handyverträge, solche Sachen. Ja, so grob gesagt. Genau. So Leute, ich bin fertig mit Essen. Ich packe das ganz kurz in die Küche, weil der Oberarzt muss in den Kühlschrank und hole mir was zu trinken. Und dann können wir mal anfangen zu spielen. Hat von euch das schon jemand gespielt? So, ich habe es noch nie gespielt. Ich bin aber gespannt, ob ich es gut finde oder nicht. Weil ich glaube, es geht ja so ein bisschen in die Richtung Park aufbauen, was ich prinzipiell ganz gut finde. Ich bin gespannt. So, ich bin gleich wieder da. So. Mein Frühstück bestand aus einer Möhre. Oh, das ist aber nicht viel. Ja, ich habe ja immer, ich weiß nicht, also das war jetzt quasi mein Frühstück-Mittagessen. Ja, war jetzt eigentlich auch relativ früh, aber was soll ich machen? bei uns in der Firma auch Ansprechpartner für das Software nennt sich Solitär. Sehr gut. Also wie gesagt, ich habe keinen Plan von dem Spiel. Deswegen hätte ich gesagt, wir schauen mal in die Kampagne rein. Da denke ich, wird einem ja auch alles erklärt, wie man was machen muss, soll. Keine Ahnung. Ja, schauen wir halt mal, ne? Ah, hallo.
Ich bin Dr. Ian Mallon. Ich habe mein Handy auf die Tastatur geschmissen. Sollten Sie von mir gehört haben, jetzt, da Sie hier sind. Vor Ihnen befinden sich die Inseln, die Sie verwalten sollen. Falls Sie das können. Die 5 Tode. Wären es bloß 5 geblieben. Okay, diese Ort ist so gut wie jeder andere. Zur Ernährung und zum Morgens wie ein Kaiser mittags. Ja, das mache ich aber immer nicht. Ich frühstücke nicht. Es macht Spaß. Denn in den kalten Gewässern lauern große, wütende und hungrige Dinge. Ja, wie ist es denn von der Lautstärke her? Könnt ihr mal kurz sagen, ist es zu leise, zu laut, passt's? Auch wenn ich da noch rede. Okay, gut. Also, ich bin Cabot Finch, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit und Krisenmanagement. Oh je. Beginnen Sie, indem Sie ein Hammond. Geht eigentlich zu leise? Okay. Wir haben ein bisschen lauter gemacht. Ist jetzt besser? Sie sollten es einfach an die Seite anbauen. Aber Vorsicht vor den Dinos! Scherz. Aber so. Trotzdem Vorsicht. Bauen Sie ein Hammond-Entwicklungslabor. Ermöglicht das Ausbrüten, das Modifizieren, das Freilassen der Dinosaurier in dem Park kann direkt an Gehegezäune angeschlossen werden. Okay, da ist ein. Wie ist das hier? Okay, mit WASD. Wenn man viel Wert auf Optik legt, wird es langwierig und manchmal nervig. Ein bisschen leiser, aber kann man verstehen. 25% mehr. Ja, ist jetzt okay. Also wir haben jetzt lauter gemacht. Ist jetzt besser. Na, das ist doch mal ein tolles Programm für die Arbeit. Alle zusammen. Steff, Hallöchen. Wie geht's dir? Alles gut? So, ich bin hier gerade noch. Wo muss ich das denn? Ah, hier kann man das hinbauen. Ah, okay. Wieso ändert sich der Preis, wenn ich das... Hier, wir bleiben billig. Wieso ändert sich denn da der Preis? Muss man nicht verstehen. Ja, müssen auf Kosten achten. Auf den Grund ihrer Anwesenheit. Eine zukünftige Dinosaurieranlage auf den Inseln, die auf Spanisch Las Cinco Muertes, die 5 Tode, heißen. So, kann ich das hier? Ja, okay, das geht. Okay, sehr schön. Mal kurz gucken, wie das hier anders funktioniert. Weg nicht verbunden. Okay. Muss es an das bereits bestehende Wege- und Stromnetz angeschlossen werden. Oh Gott, Strom auch. Seid ihr des Wahnsinns? Mit dem Wegnetz. Okay, also hier sind einmal Wege. Was sieht man hier? Muss ich, ist hier irgendwo... Keine Ahnung, das sieht doch so nach Eingang aus. Ah, wie geht das hier? So? Passt das? Jetzt kommt die wahre Prüfung. Das Ausbrüten eines Dinosauriers. Ah. Sie beginnen mit einem Struthium. Wie mache ich das weg? Wählen Sie das Entwicklungslabor aus und entscheiden Sie sich für eine Brutstätte. Es sind genug Genomdaten für Ihren ersten lebensfähigen Dinosaurier vorhanden. War ein cooles Spiel. Hast du mal Jurassic Park gesehen? Ja, ich habe die Filme gesehen. Aber ich weiß gar nicht, ob ich alle gesehen habe. Aber ja. Also ich weiß, dass ich den ersten gesehen habe und ich habe auch diese Jurassic World Filme gesehen. Ich weiß nicht, ob es dazwischen kann sein, dass ich vielleicht dazwischen irgendwie welche nicht gesehen habe. Aber ich fand die eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Hallo Nika, der Preis ändert sich, denke ich mal, durch die Bodenanpassung. Aaron Blondie, alles klar, danke, weiß ich Bescheid. Der Preis ändert sich, weil das Gelände in die Höhe angepasst werden muss. Okay, also muss man auf sowas aufpassen. Okay, also Weg ist schon mal gebaut. Okay, und damit war auch das Stromnetz hier, ne? Also da musste ich keine Stromleitungen oder sowas bauen. Zumindest jetzt nicht. Mal sehen, ob das noch kommt. Okay, also. Wir sollen was ausbrüten. Ja, bleibt ja nur der hier, ne? Ein Struthiomimus. Und jetzt ausbrüten. Okay. Geizigen, ausgestorben ist zum Insgesamt gibt es, glaube ich, 5 Filme, die erste Trilogie und die beiden Jurassic World Filme. Was soll ja, ich weiß, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich von den
Jurassic Park, ich glaube, da habe ich nicht alle gesehen. Ich weiß, ein oder zwei habe ich, glaube ich, gesehen. Und die Jurassic World habe ich auch gesehen. Ja, Mr. Finch, ja, das letzte Mal. Peter Petersen, moin, wie geht's? Ein letztes Mal und ein nächstes Mal. Uff, Jurassic Park ist schon 28 Jahre alt, die Zeit rennt, ja. Aber auch cool, was die damals schon eigentlich gemacht haben oder auf die Beine gestellt haben. Ich glaube, das sind bestimmt schon sehr aufwendige Filme gewesen. So. Jetzt muss ich ihn freilassen. Ja, aber rennt er dann jetzt hier frei rum? Hallöchen. Leben. Es beginnt. Mhm. Der kostbarste Moment. Das Ergebnis von unberechenbaren... Ich weiß, ich mag ja so Parkspiele. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Versuchen und Fehlschlägen, genetischen Mutationen. Bin gespannt, ob mir das hier auch gefällt. Aber bis jetzt finde ich es, glaube ich, ganz gut. Kombinationen. Chaos. Ich mag das auch so, diese Sequenzen so dazwischen. Sind ganz cool. Atmendes, denkendes Wesen. Und jetzt übernehmen wir... Sie. Etwas müde, aber sonst geht's mir gut. Wie geht's dir denn? Mir geht's gut, danke der Nachfrage. Ja, dann hast du schlecht geschlafen oder zu wenig geschlafen? Nun rennt er weg. Nee. Ich hoffe nicht. Was muss ich denn jetzt machen? Eher Dinosaurierstatistik anzeigen? Okay. Gesundheit, Nahrung, Wasser, Geborgenheit, Grasland, Waldsumpf. Okay. Bestand sozial. Okay, da rennt er. Stiftung geht es um drei Dinge. Sicherheit. Bis jetzt läuft's richtig flüssig. Wissenschaft. Ich habe die verschiedenen Abteilungsleiter schon. Es wird noch einen dritten Teil Jurassic World geben. Ach, tatsächlich. Das ist ja aber cool. Wisst ihr, ist es schon angekündigt, wann der kommen soll? Jurassic Park hat damals 63 Millionen US-Dollar gekostet. Ach, krass. Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Wählen Sie einen Auftrag aus. Wissenschaftsabteilung, Unterhaltungsabteilung, Sicherheitsabteilung. Tipp, nach diesem Auftrag können Sie alle Abteilungen arbeiten, fordern Sie im Kontrollraum weitere Aufträge. Ich bin hier für Wissenschaft, oder? Was meint ihr? Oder Sicherheit? Sicherheit ist auch sehr wichtig. Nicht, dass das Chaos ausbricht. Ha, vielleicht sollten wir Sicherheit machen. Ich bin... Unterhaltung? Unterhaltung machen wir danach. Wir machen Sicherheit, Leute. Wir gehen auf Nummer sicher. Das ist Lambert, so. Unser Sicherheitschef. Ihre, deren und meiner. In der Nacht habe ich noch Basketball geschaut, was öfter die Müdigkeit erklären könnte. Okay. 9.6.22 soll er neu kommen. Oh, okay. War damals richtiger Hype in unserer Klasse, 1994, glaube ich. Jeder wollte einen Aussatz über T-Rex machen. Süß. Aber wir können sie uns nicht zu nutzen. Moin, kleiner Tipp bei der Statistik. Unter den Ausrufezeichen, da steht, wie viele Dinos du von der Art brauchst, damit er nicht einsam ist. Okay, danke schön, Niki Mausele. ich gucke gleich mal. So, jetzt muss ich kurz schauen. Sorry. Bauern verbinden ein Expeditionszentrum und versorgen sie es mit Strom. Okay, machen wir. Kann ich ihn anklicken? Oder wo sehe ich das denn nochmal mit der Statistik? Erhöhen Sie Ihren Ruf und Ihre Einnahmen, um Ihren Park zu vergrößern. Wo sehe ich das? Er läuft weg vor mir. Oder geht das gerade nicht, weil ich das machen soll? Okay, warte. Ich baue noch ganz kurz und dann schaue ich nochmal in die Statistik. Ich versuche nochmal in die Statistik zu kommen. Okay, das ist groß. Ah, da hinten. Ah, okay. Hier sind immer die grünen Flächen. Das ist, glaube ich, so wie dreh. Kann ich das drehen? Ja, Y. Okay. So. Jetzt noch. Ihr Ruf. Haben Sie ein Auge drauf, okay? Wenn Sie innerhalb Ihrer Abteilung einen okay. Ruf haben. Ich habe irgendwie, mein Mikro steht genau vor meinem Geld. Ich muss mein Mikro ein bisschen nach rechts schieben. Ich muss mein Geld hier im Blick haben. Die Abteilung verlangt Ihre Aufmerksamkeit. Und wenn Sie diese nicht bekommen, nehmen Sie es schnell persönlich. Ich glaube, ich muss warten, bis ich nochmal was anklicken kann, bis das hier fertig gebaut ist. Okay. Gut gemacht. Natürlich ohne Sarkasmus. Außer Sie hören ganz genau hin. Was ich sagen will,
Durch den Abschluss von Missionen verbessern sie ihr Standing. Ihren Ruf, wenn sie so wollen, bei der Sicherheitsabteilung. Oi, oi, oi. Okay. Dadurch wird man sie dort mit schwierigeren Missionen Grabungsteams in die ganze Welt schicken und nach neuen Dinosaurierfossilien suchen. Okay. Während sie die Grabungsstätte aus... Ein Expeditionszentrum ermöglicht es ihnen, Grabungsteams weltweit nach neuen Dino-Fossilien suchen zu lassen. Aus diesen Fossilien kann DNA extrahiert werden, okay, die unsere Wissenschaftler dann in lebende Dinos verwandeln. Und um die geht es hier schließlich. Grabungsteam, okay. Was ist das hier? Das kostet 90.000. 75. Eingehende Übertragung. Oh, was ist jetzt kaputt? Lambert hier. Ich hätte da einen neuen Job, der Ihren Fähigkeiten entsprechen sollte. Schauen Sie sich die Sache an und sagen Sie Bescheid, wenn Sie Interesse haben. Wir brauchen einen Testdinosaurier, um unsere Sicherheit bewerten zu können. Beschaffen Sie 50% des Edmontosaurus-Genoms, damit wir fortfahren können. Okay. Mission starten. Und wo finde ich den Ed? Ah, hier. Sie dabei zu haben. Hier, 44%. Können, suchen die Tiere in den verschiedenen Einrichtungen ständig nach Schwächen in unseren Sicherheitssystemen. Sie sind viel klüger und hinterlistiger, als die Leute denken. Aber ich weiß genau, wozu sie fähig sind. Deswegen teste und evaluiere ich ständig unsere Sicherheitsprotokolle und Absperrungen. Und hier kommen sie ins Spiel. Zitat aus dem allerersten Film, als sie Unix System erinnert sich noch an die Szene. Wollte sie sich reinhaken? Ja. So, ich habe die jetzt da, glaube ich, theoretisch hingeschickt. Sie müssen für mich DNA aus Fossilien extrahieren, um einen Dino auszubrüten, schlüpfen zu lassen und unterzubringen. Das ist die erste Projektphase. Los. Okay, Forschung. Mittels Forschung können Sie verschiedene Aspekte Ihrer Art verbessern und erweitern. Sie können neue verbesserte Gene erforschen. Was immer es findet, bringt es zur Extraktion ins Fossilienzentrum. Oh Gott, das ist ja doch, weiß ich nicht, kompliziert. Urlaub, Poggers. Ja, ich hab Urlaub. Du auch, Minosa? Ihr Job ist wirklich einfach. Erschaffen Sie Dinos, die Besucher in die Anlage locken. Das bringt uns Kapital, das es uns ermöglicht, mehr Forschung zu betreiben, bessere Anlagen zu bauen und mehr Dinos zu erschaffen. Und genau darum geht es. Okay. Ein ewiger Kreislauf von Leben, Entwicklung und Rohstoff, ja. Natur und Kommerz. Einfach, oder? Ja, okay, das gucken wir jetzt nicht alles an. Prinzipiell, oh Gott, es regnet. Ich wollte jetzt nochmal, wie komme ich denn jetzt nochmal zu der Statistik von meinem Dino? Weil der war ja einsam. Kann ich nochmal einen ausbrüten? Jetzt steht es wieder vom anderen Preis, ne? Mein Mikro steht echt ein bisschen schlecht. Genau. Ich habe immer Urlaub, nicht? Ah, okay. Ich brüte jetzt noch einen aus. Vielleicht kann ich dann nochmal in die Statistik gehen und das angucken. Oh, man kann auch einen Misserfolg beim Ausbrüten haben, okay. Leerer Upgrade-Platz. Okay, uiuiuiuiui. Du musst halt aufpassen, dass sie sich gegenseitig nicht... Das machen sie auch noch, ach Leute. Ui. Oh nein, es ist fehlgeschlagen. Ein Junge ist in den Himmel... Oh nein. Einer ihrer Dinosaurier konnte nicht ausgebrütet werden. Niemand glaubte, dass das einfach werden würde. Oh. Upgrades für die Erfolgsrate erhöhen die Lebensfähigkeit. Okay. Genommodifikation verringern die, okay? Erhöhen die Kosten, können jedoch Dinosaurier mit erheblichen Vorteilen und höheren Bewertungen hervorbringen. Okay. Die Grafik ist echt gut. Ja, und es läuft tatsächlich bis jetzt auch sehr flüssig, das Spiel. Also gefällt mir auch bis jetzt ganz gut. Freitag gibt's Rahmen. Freitag gibt's Rahmen. Ich habe schon Sachen eingekauft, also im Supermarkt. Ich habe auch schon Zutaten bestellt. Mir fehlen aber aktuell immer noch Sojasprossen. Oh, hat mir sonst noch was? Genau, der Rest, glaube ich, kommt heute und morgen verteilt. Aber es ist gar nicht so einfach, alle Zutaten zu bekommen. Machen wir einen Grabstein? Ja. Aber was muss ich da jetzt machen? Aussondern. Oh.
Wir probieren es nochmal, oder? Jetzt hab, wie kann ich denn hier upgraden? Forschung erforderlich. Fossilien extrahieren, die Sie in Ihrem Fossilienzentrum gesammelt haben. Dadurch erhöht sich die Menge an brauchbaren Daten zur Erschaffung von Dinosauriern. Ich bin noch ein bisschen überfordert damit, ne? Was muss ich jetzt machen? Ich habe keinen Plan. Sorry. Ich glaube, ich muss noch mal niesen. Danke. Standard Grafik einstellen oder maximal? Ich glaube, es war alles auf hoch eingestellt. Also ich glaube, ich habe alles auf hoch tatsächlich. Essen, Gesundheit, danke. Vielleicht auch erst, weil der Anleitung folgen. Gesundheit, Doppelgesundheit, danke, danke. Ja, okay, also. Brauchbare ermöglicht Ihnen im Dinosaurier-Zisch. Okay, Expedition stoßt manchmal auf zusätzliche Funde, die verkauft werden können. Auch nicht schlecht. Okay. Das sind jetzt alles DNAs, die ich besitze. Hier, den hier wollten wir haben. Den, die hier will ich extrahieren. Sehr hohe Qualität. Das können wir dann auch... Oh, das ist teuer. Aber können wir auch extrahieren. Die Leute fühlen sich gerne sicher. Das ist unser Job. Dieser Auftrag unterstützt uns dabei. Finden Sie mit Hilfe ein Fleischfresser-Fossil? Okay. Das können wir auch annehmen, ne? Wissenschaft? Was ist denn das hier? Ruf... Oh, aber Unterhaltung und Wissenschaft gehen dadurch runter. Dann nehmen wir trotzdem erstmal an, oder? Ich sehe schon, ich fahre meinen ersten Park voll gegen die Wand. Krankheiten. Erkältung! Oh nein! Hat mein Dino Erkältung? Das wäre ein bisschen lustig. Okay. Und jetzt? Ist bei Jurassic Park 1 auch so gewesen? Nicht schlimm, ist dem Hammond auch passiert. Soll ich das jetzt hier auch extrahieren noch? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Soll ich die alle extrahieren? Oder nicht? Ich weiß gerade nicht genau, was ich machen muss. Was ist das hier? Verwaltung. Finanzen. Ausgaben. Gewinn pro Minute. Oh je, Mini. Haben Sie schon gegraben? Okay, das ist das hier. Also soll ich nochmal eine Expedition quasi rausschicken, ne? Gottes Willen. Das hier ist ein Fleisch. Ah, okay. Da sehe ich, ob es Fleisch oder Dings ist. Sehe ich da vorne. Okay. Also schicke ich die... Das kostet 90. Das hier 75. Schicke ich sie zum Billigen. Das Dino-Business ist echt teuer. Ja. Guten Morgen, Antares Terran. Moin, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Ich weiß, kennt sich jemand aus? Ich weiß nicht, ob ich das hier jetzt auch extrahieren soll, muss, kann oder nicht. Ah, weil ich brauche 50... Ah, ich brauche 50% und ich hatte jetzt nur 44, richtig? Glaube ich. Kann das sein? Ich sag jetzt nochmal DNA extrahieren. Wir probieren das jetzt einfach. Okay. So, und jetzt kümmere ich mich nochmal um meinen Dino. Hier, ich brüte nochmal. Ich versuch's nochmal. Der soll sich nicht alleine fühlen. Kann ich da irgendwas machen? Nee. 65% ausbrüten. Okay. Daumen drücken, dass es funktioniert.
Oh, und das hat funktioniert. Ich bin begeistert. Okay, als nächstes müssen Sie das Tier in einem Hammond-Entwicklungslabor ausbrüten, ehe Sie es freilassen und in einem Gehege unterbringen können. Sorgen Sie außerdem dafür, dass die ACU auf dieser Insel präsent ist. Die ACU? Oh, es hat funktioniert, Leute. Und nochmal. Juhu, jetzt haben wir zwei von denen. Oh, hoffentlich bringen die sich jetzt nicht gegenseitig um. Ist es immer die gleiche Szene? Jetzt kann ich... auf Wassersuche. Oh, er ist zufrieden. Oh, ich finde das so toll. Okay. Aber wie komme ich denn immer zu dieser Dinosaurier-Statistik? Ich check das nicht. Dass ich mir meine Dinos angucken kann. Aber ich habe einen glücklichen Dino, Leute. Juhu. Ich habe gerade den Bericht über Ihre erfolgreiche Mission gesehen. Wir sollten weiterhin derartige Fortschritte machen. Okay. Härte der Zähne 2.0. Ohne außerordentliche Sicherheitsvorkehrungen würde hier nichts funktionieren. Das ist unser Auftrag und Sie haben uns auf Isla Matanceros gezeigt, wie man ihn erfüllt. Sie haben sich diese Belohnung verdient. Okay. Ah, okay. Also die Dinos sind noch recht schlecht bewertet, weil die keine Fürsorge, Strafe, Landschaftsbonus... Okay, was platzieren Sie im Habitat der Dinosaurier Felsen und Bäume, um einen höheren Landschaftsbonus zu erhalten? Kümmern Sie sich um Dinosaurier-Statusprobleme, um die Fürsorgestrafe zu verbessern? Gewinnen Sie Kämpfe um die Kampferrufenheit eines... Uiuiuiui. Okay. Das ist... Ach so, okay. Oh Gott, völlig überfordert. Okay, also, was müssen wir jetzt machen? Wir haben den jetzt erforscht. Ja, wir haben hier auch nochmal was Neues gefunden. Ich weiß gar nicht, was ich zuerst machen soll. Das können wir wieder extrahieren. Und jetzt haben wir einen neuen Dino sozusagen. Den Edmontosaurus. Der versteckt sich im Dschungel, ja. Ein Bodenpflanzenfresser, okay. Das heißt, wir brauchen jetzt wieder... Oh, was ist das? Ranger-Teams können losgeschickt werden, Futterstationen aufzufüllen, Fotos... Habe ich schon eine Ranger-Station? Oh, ich habe keine Ahnung. Aber eigentlich muss ich jetzt... ACU bietet schnelle Luftunterstützung für Zwischenfälle im Park an. Okay, das sollte ich auch alles bauen. Was ist das? Futterstationen? Beobachtungsgalerie. Oh, soll ich hier mal... Pflanzenfresser? Was ist das hier? Große Futterstation für Pflanzenfresser. Oh, die ist auch teuer. Was ist das hier? Lehmbeute? Fischfutter. Ah, okay. Wo ist die Ziege? Spielst du das eigentlich nur an? Ey, ja, mal gucken. Ich spiele es jetzt tatsächlich zum allerersten Mal. Aber wenn mir das Spiel Spaß macht, kann ich mir schon vorstellen, dass wir das öfter spielen. Bis jetzt finde ich es ganz gut. Es ist noch ein bisschen... Bisschen verwirrend, aber ich komme langsam rein. Ich weiß ja nicht, ich glaube, ich habe noch keine Futterstation und sowas, ne? Ich baue da jetzt einfach mal was hin. So. Guckt mal. Das ist ja witzig. Okay. Aber ich check immer noch nicht, wie ich... Ah, jetzt funktioniert's, wenn ich ihn anklicke. Okay, er ist gesund... Nahrung habe ich gerade gebaut. Er ist zufrieden. Verstand? Das heißt, ich müsste noch mehrere erforschen, ausbrüten, richtig? Der Bestand ist niedrig und sozial ist auch niedrig. Das heißt, da müssten noch mehrere Dinos hin, wenn ich das gerade richtig verstehe. Und der hier ist... Der ist am Verhungern, um Gottes Willen. Aber ich habe doch... Ich habe doch gerade eine Futterstation gebaut. Schätzelein. Um Gottes Willen. Da! Er hat sie gefunden. Juhu! Jetzt muss er nur noch essen.
Hallo, nicht vorbeilaufen. Tuffelchen, danke für dein Follow. Und IPWDJS, danke auch dir für dein Follow. Guten Appetit, Tino. Okay, es funktioniert, Leute, es funktioniert. Okay. Eieieiei. Dr. Dua, das ist unser neuer Verwaltungsdirektor. Da muss er ja bei dir hängen bleiben, wenn du so viel spielst. Ja, ich spiele das gerade zum ersten Mal und muss mich ja um meine Dinos kümmern. Aber bis jetzt gefällt es dir gut und Dankeschön. Das wird nicht einfach mit mir im Nacken, aber sie schaffen das. Okay. Sie werden sich um unsere Dinosaurier kümmern und dafür sorgen, dass sie gedeihen. Besucherschutzräume, um die Schutzraumversorgung auf 10% zu erhöhen. Okay. Ich bin noch, es ist echt, bin ein bisschen überfordert, was ich jetzt zuerst machen soll. Ich muss mir das mal, was ist denn das hier, Landschaft? Okay. Bringen die auch was, diese Bäume? Das, was ist das hier? Strom. Oh Gott, ich glaube, ich muss doch Strom bauen. Gehege. Na, ich möchte... Was ist das? Strom. Wetter. Schutz... Ah, das hier, das sind die Schutzräume, ne? Ich soll... Erhöhen Sie Schutzraumversorgung auf. Wie mache ich das? Dinosaurier. Okay, kein Plan. Gewinn pro Minute, minus 7000. Jawohl, läuft. Ja, ich brauche noch kurz. Ich bin noch etwas überfordert. Wo waren das denn? Tor ermöglicht Ranger Teams, Gehege zu befahren. Ich habe ja schon ein Tor, ne? Das habe ich. Das ist das Entwicklungslabor. Hier, die Beobachtungsgalerie. Sowas brauchen wir, oder? Damit die gucken können. Hier so? Ich weiß, dass ich das gerade eigentlich machen soll, aber wir müssen ja auch Geld einnehmen, sonst gehen wir ja pleite. Deswegen baue ich das jetzt einfach mal. Im Notfall müssen wir die Kampagne neu starten. So, und noch ein Weg. Wieso geht das nicht? So, jetzt. Okay. Tachchen, Grüße aus Portugal, wie geht's dir? Jojo, mir geht's gut, danke. Und dir? Okay. Was ist das hier? Das ist ein Fossilienzentrum. Okay. Ah ja, das ist das, was ich schon die ganze Zeit eigentlich mache. Kein Strom. Wo habe ich jetzt keinen Strom? Oh Gott. Was ist das hier? Das hier hat keinen Strom. Kein Umspannwerk. Ihre Gäste möchten ihre Dinos aus nächster Nähe bewundern. Das geht aber nicht. Bauen Sie Anlagen, um die Sichtbarkeit zu verbessern. Und sorgen Sie dafür, dass die Gäste auf der richtigen Seite des Sicherheitsglases stehen. Ich versuch's, ja, ich versuch's. Das sind diese coolen Dinger, die kennt man auch aus dem Film, ne? Sieht spaßig aus, die Urlauberin zockt. Hallo Nika, hallo Xtreme. Ja, es ist ein bisschen kompliziert, aber grundsätzlich irgendwie ganz cool. Wenn die Gäste Dinosaurier sehen können, erhöht sich die Anlagenbewertung. Okay, nutzt es hier eine Kombination aus Beobachtungsgalerie, Beobachtungsplattform, Einschienenbahn und Gyrosphären. Gyrosphären ist Gyros. Gyros. Okay, ich versuch's. Ja, noch ein bisschen Tzatziki. Ja, dann haben wir die Gyrosphären. Ich weiß gerade nicht wirklich, wie es mir geht. Wieso das denn? So, wie mache ich dann jetzt? Also, ich brauche jetzt ein Umspannwerk. Strom. Umspannwerk. Ah, okay. Und jetzt? Mast. Oh, leck mich doch am Arsch. Muss ich wirklich Strom bauen? Das ist ein bisschen schlimm. Das ist sogar sehr schlimm. Ja, aber noch nicht so.
Und jetzt? Check's nicht. Ich will das ja hier hin machen. Hä? Da kostet's null. Kann ich die auch verbinden? Ah! Jetzt ist es weg, oder? Jetzt haben... Sie haben Strom! Macht gerade Mittagspause, kann daher nicht bleiben. Dir viel Spaß noch. Alles gut, ich wünsche dir eine schöne Mittagspause. Sind die scheiß Depressionen schuld? Das tut mir leid zu hören. Dann hoffe ich, dass dir bald wieder besser geht. Okay. Sturmschutz nein, beschädigt nein. Sichtbare Dinosaurier 0, Gäste 8. Läuft bei mir. Oh, jetzt hat's geklingelt. Ich lass mal klingeln. Das ist bestimmt nur der Paketbote. Der legt's eh hin. Hat man das gehört? Wahrscheinlich schon. Nee, alles gut. Alles gut. Nee, ich hab ja einen Ablageort bei mir hinterlegt. Oh, da ist der Ankunftsort. Okay. Ja, ich habe ja die Zutaten für die Rahmen bestellt. Aber alles gut. Ja. Das Sofa klingelt. Bin kurz aufgestanden, hab mir an der Tür geguckt, als hat man gehört. Ja, ist bei mir. Okay. Ich baue jetzt eine ACU, ein ACU-Zentrum. Wenn ich's finde. Kann ich das? Geht das? Nee. Gesundheit. Ah, falsche Taste. Okay. Ding, dong, ding. Ja. Wer klingelt an der Tür? Paketbote wahrscheinlich. Ich hätte gerne so einen Klingelton. Bei uns kommt nur ein Brrr. Hört man schlecht. Ja, das hört... Also, die Klingel hört man schon recht gut, muss ich sagen, ja. Hi, ich bin Isaac. Ich habe vieles über Sie gehört. Ich leite die Unterhaltungsabteilung. Was bringt die weltgrößte Show, wenn sie niemand sieht? Antworten Sie nicht, das war eine rhetorische Frage. Mit einer eindeutigen Antwort. Wir brauchen mehr Besucher im Park. Ja. Schaffen Sie mehr Leute in die Anlage. Ja. Mehr Besucher bedeuten mehr Einnahmen, Spannung und... Wassermarsch von The Mr. DJ Monkey. Und Slowhand, moin. Hab dich bis jetzt über im Kochen gesehen, musst du eben genau hinschauen. Ja, mal was anderes zur Abwechslung. Mhm. Muss gestehen, ich bin noch ein bisschen damit überfordert. Ich spiele es jetzt zum ersten Mal, aber mir gefällt es ganz gut. Aber es ist, man hat wahnsinnig viele Möglichkeiten. Irgendwie mit Erforschen und Bauen und Brüten und Modifizieren und was weiß ich was alles. Aber wir kriegen das schon noch hin. So, das jetzt... Die ACU, die ich gerade baue. Und ich möchte jetzt dann dieses Hammond-Entwicklungslabor bauen für den Edmontosaurus. Aber ich glaube, dafür brauche ich auch erst noch ein Gehege, oder? ACU-Helikopter. Okay. Benötigt Strom, Wegverbindung, ja. Ich weiß nicht, ob ich Sturmschutz, muss ich, glaube ich, irgendwie Skins wechseln, ACU-Helikopter. Das hatte ich da, glaube ich, schon mal irgendwo gesehen, ne?
Heißt die Standard Edition oder auch die... Ich habe nur die Standard Edition. Ich habe aber, also im Hauptmenü, ich habe da vor kurzem was gegessen, habe ich gesehen, dass es sehr, sehr, sehr viele Erweiterungen gibt. So. Das haben wir gebaut. Haben wir, jetzt müsste ich mal gucken, wir haben noch keine Ranger-Station, ne? Fossilienzentrum, Hammond. Forschungszentrum, kleines Kraftwerk. Ja, da macht es doch Sinn. Wir brauchen eine Ranger-Station. Ja, die brauchen wir, das ja. Wieso haben wir die noch nicht? Eieiei. Ich glaube, das passt nur hier nicht hin, ne? Ist ein bisschen, ich muss gucken, wo es hinpasst. Da wird es auch nicht hinpassen. Und jetzt? Ah, da kann ich auch. Ah, okay. So. Nee, die hat Strom. Wieso hat die keinen Strom? Alter Schwede. Sieht so aus, als hätten sie keinen Strom. Nicht gut. Bauen Sie mehr Kraftwerke oder erhöhen Sie die Produktion. Ich hab doch da ein Dings gebaut. Ist das jetzt euer Ernst? Du kannst die meisten Pflanzenfresser in ein Gehege packen, wenn die ähnlich an... Ach, das funktioniert? Okay, aber der... Ist das einer? Oder ist das ein Fleischfresser? Wo waren das? Oh... Der hier ist... Der ist auch ein Pflanzenfresser. Kann ich dann? Ah. Heißt das, ich kann... Hier? Ein Dinosaurier... Kann ich den hier jetzt damit reinmachen? Ohne, die, dass sie sich umbringen? Für das du die Dinos mit Besucher... probiert. Hey, bis jetzt noch nicht. Gilt der Code eigentlich... Nur einmal bei Kauf. Nee, den könnt ihr immer benutzen. Also mein Creator-Code könnt ihr immer benutzen, wenn ihr euch Spiele kauft, sozusagen. Über Epic. Okay, dann sage ich jetzt... Aber ich sollte den, glaube ich, auch modifizieren, oder? Jetzt muss ich noch mal kurz gucken. Lassen Sie einen mit einer Lebenserwartung von 51 frei. Ja, ich müsste ihn modifizieren. Weiß nicht, ob das funktioniert. Genau, und also wenn ihr quasi, wenn ihr euch bei Epic Spiel kauft und meinen Creator-Code benutzt, dann kriege ich halt eine kleine, wie soll ich sagen, Belohnung dafür, dass ihr meinen Creator-Code eben benutzt habt. So. Unsere Dinosaurier-Vielfalt ist ansehnlich. Die Gäste kommen weiterhin. Jawohl, wir machen Plus. Ja, ich weiß, dass ich Strom produzieren muss. Ich muss gleich noch ein Kraftwerk bauen. Ist okay. Ich muss jetzt hier die Lebenserwartung aussehen. Belastbarkeit. Lebenserwartung, die möchte ich modifizieren. Möchte es jetzt? Hä, habe ich das jetzt ausgewählt oder habe ich das jetzt nicht ausgewählt? Ich bin gerade... Ja, gehen anwenden. Ja. Okay. Und jetzt kann ich ihn jetzt aus... Ah, okay. Oh. Mal sehen, ob das was wird. Eine Provision, so kann man es auch nennen. Ja, genau. So. Oh je. Und, also jetzt gucken wir kurz, ob der Dino was wird. Und dann müssen wir noch ein Kraftwerk bauen. Und dann müssen wir mal noch kurz gucken.
Was wir dann... Ja, ich bin völlig überfordert. Wir müssen auch gucken, dass die Besucher glücklicher werden. Dass die irgendwie so Aussichtsdinger haben. Und hier unsere Mission. Müssen noch irgendwas forschen im ACU. Nachladetempo 1.0. Müssen wir noch erforschen. 50% haben wir schon. Wisst ihr, ich habe jetzt bis jetzt eine so eine Futterstation. Final Kick, danke für deinen Follow. Ich habe bis jetzt eine so eine Futterstation in dem, ich nenne es jetzt mal Grasfressergehege gebaut. Brauche ich mehrere Futterstationen? Gerade wenn es jetzt auch unterschiedliche Dino-Rassen sind? So, oder reicht trotzdem die eine? Oh, es könnte doch was werden hier mit unserem Dino. Komm schon. Jawohl. Okay, seid ihr bereit? Die Futterstation kann auch leer gehen, Ranger können die aber wieder aufhören. Ja, so ein Ranger-Ding habe ich ja, glaube ich, vorhin irgendwo gebaut. Die Gäste glücklich machen, ein paar alte Mickey-Maus-Hefte, eingelegte Gurken in Besucherautos, die Zuschauer sind glücklich. Aber glaubt, die meinen was anderes in dem Spiel. Ich glaube auch. So, Leute. Neuer Dino. Wir haben einen neuen Dino. Oh. Schaut ihn euch an. Und wehe, die bringen sich gegenseitig um. Dann schimpfe ich mit ihnen. Oh, der ist groß. Und dass die Besucher Dinos mit der Hand füttern können, wie die Ziegen im klassischen Zoo. Ich kann da fall. Ich kann da, bei den Fleischfressern kann ich tatsächlich eine lebende Ziege ins Gehege lassen als Futter. Einmalige Erfahrung, ja. So, Wasser hat er auch schon gefunden. Sehr schön. Ja, schaut ihn euch an. Und der ist sogar modifiziert. Wir haben ihn modifiziert. Wir könnten noch mal gucken, wir könnten noch ein paar Bäume bauen. Ich glaube, die haben alle ein bisschen mehr Wald gewollt bis jetzt. Idealer Bestand 1 bis 25, soziale Gruppe 1 bis 15. Anfällig für Erkältung. Okay, geil. Ah, gefällt mir. Prachtvoller Fein. Ja, ne? Oh, was ist jetzt? Hey, Isaac hier. Wie geht's? Ich hätte da eine coole Sache, bei der Sie dabei sein. Da kriegt man sehr viel Geld dafür. Seien Sie auf der Gewinnerseite. Meiner Seite. Ja, ich sag einfach mal. Bin. Dadurch wird ihr... Oh, dann nicht. Dann sag ich nicht jetzt. Okay. Okay. Erst, okay, wir müssen erst eins nach dem anderen machen. Hier die Futterstation. Jeder Dino hat eigene Nahrungsbedürfnisse. Wie wir Menschen auch. Bauen Sie die richtigen Futterstationen in den Gehegen. Hä? Ich bin ja eher der Rindfleischtyp. Große brauchen mehr Nahrung, ist klar, wenn sich zu viele Dinos an den Futter... Ah, okay. Aber bis jetzt, Dinosaurier mit 0 oder verlieren wegen... Okay. Aber ich glaube, aktuell ist es noch okay mit der einen. Es sind ja bis jetzt 3 Dinos. Tarul, danke für dein Follow. Wir haben jetzt die 2 von den Kleinen und hier einmal den Großen. Was? Wo ist das wirklich? Schießt sie mit der Kamera des Ranger-Teams ein Foto eines Dinosauriers, der an einer Futterstation frisst. Wie mache ich das? Einen neuen Auftrag. Die Gelegenheit, dem Team ein Fotoalbum als unschätzbar. An der Ranger-Station hieß es, ne? Worauf warten Sie noch? Was? Fotografieren Sie einen Dino, der an einer Futterstation frisst? Wo ist denn die Kamera? Wir brauchen. Mit dem Auto reinfahren, wie mache ich das denn?
Also sage ich... Kann ich, soll ich da jetzt sagen, Aufgabe hinzufügen? Ah, okay. Nee, das sollen sie nicht machen. Fahrzeug lenken. Oh, euer Ernst? Leck mich doch am Ärmel. Oh Gott, ich glaube, ich fahre gleich jemanden zusammen. Aus dem Weg! Um Gottes Willen! Halt, langsam, langsam, langsam. Oh Gott, geht das Tor wieder zu? Ich habe ein bisschen Angst. Betäubung? Ah, Kamera wechseln. Was, wie muss ich denn jetzt? Ah, Lea ist die Handbremse. F-Foto machen. Okay. Um Gottes. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Oh, ja, ich habe F gedrückt. Ah, jetzt wäre das Foto, aber jetzt frisst er nicht mehr. Hast du einen Führerschein? Nee, ich glaube, der ist hier gerade abhanden gekommen. Ja, Leute, hat jetzt nicht jemand vielleicht Lust zu essen? Arschbrand. Hi, danke für dein Follow. Wollen wir trotzdem mal, wir machen mal trotzdem ein Foto. Er schläft? Ich krieg dafür Geld? Okay. Klar. Ich sollte öfter Fotos machen. In Rollercoaster Tycoon 3 kann man die Besucher endlos umkegeln. Wie fülle ich denn jetzt hier auf? Halt, Handbremse. Halt, leer. Betäubungsgewehr, auffüllen. Ah, okay. Wir haben aufgefüllt. Ich weiß nicht, ob das nötig gewesen wäre. Vielleicht frisst der jetzt jemand, wenn wir aufgefüllt haben. Ah, ich glaube, der hat keinen Bock. Okay, ich will hier wieder raus. Oh, jui. Ist ein bisschen lustig. Ich glaube, mir gefällt das Spiel. So. Wie komme ich jetzt wieder raus? Ich möchte wieder heim. Sind es hier Parkplätze? Warte, wir parken mal. Schau mal, wie schön wir einparken. Okay. Jetzt wieder draußen? Ja, okay. Witzig. Das ist meine Erfahrung. So, jetzt. Benötigt Strom. Wir müssen uns jetzt hier mal kurz um den Strom kümmern. Kleines Kraftwerk. So, verbunden sind sie damit theoretisch. Mal schauen. Ja, ob man den einen Hügel als Rampe benutzen kann, um einen Zaun zu springen. Ich glaube, das probieren wir lieber nicht aus. Ich habe auch immer, weil hier Rollercoaster Tycoon 3, das habe ich tatsächlich auch immer sehr gern gespielt, muss ich sagen. Was ich auch immer gemacht habe, sind diese Probefahrten in den mit den Achterbahnen, so wo man es so richtig aussieht. Der Zuschauer oder wie sagt man, Fahrgäste sehen konnte. Das fand ich immer sau cool. Konnte man die Kraftwerke nicht upgraden, dass sie mehr Strom. Oh, das geht wahrscheinlich auch. Oh, jetzt ist es zu spät. Jetzt habe ich es schon gebaut. Ja, ich gehe mal kurz in der Zeit noch in das ACU. Das war hier, ne? Ich muss was erforschen. Und zwar das Nachladetempo. Ich weiß zwar nicht wo. Hier. Forschung erforderlich. Ah. Hier muss ich das machen. Und was ist das hier? Die Dinosaurier-Lebensfähigkeit in aufgewerteten... Das ist natürlich auch gut, ne? Strom ab... Oh, Leute, hier kann man ganz viel machen. Ah. Verbessert die Leistung. Das sollten wir auch machen. Ausfallschutz reduziert Unterhaltungskosten. Mhm.
Okay. Also hier Forschung ist wohl ganz gut. Ach so, jetzt geht das nicht mehr. Das hier geht noch. Habe ich noch Geld? Oh, nicht mehr viel. Die nächste Phase klingt etwas verrückt. Ranger, das mache ich noch nicht. Wir werden einen Dinosaurier ermutigen, die Eindämmung zu durchbrechen. Dann reagieren wir darauf und sehen, ob unsere Abläufe und unsere Aufgabe gewachsen sind. Ja, jetzt würde ich gerne wieder zurücknehmen, was ich gerade über den Typen gesagt habe. Ist euer Ernst? Wahrscheinlich muss ich jetzt dann den scheiß Helikopter fliegen. Und den irgendwie dann betäuben oder sowas. Öffnen Sie das Tor des Geheges oder lassen Sie den Dino frei, damit die Gäste angehen. Ja, logisch. Na dann. Um Gottes Willen, ich habe ein bisschen Angst. Die ACU oder Asset Containment Unit ist Ihre erste Anlaufstelle, falls Sie einen wilden Dino betäuben müssen. Da kommt er auch schon. Auch noch der Große. Oh, Leute. Ich habe Angst. Okay. Machen wir mal schnell wieder zu. Tor schließen. Und jetzt... Oh Gott. ACU. Helikopter. Okay, wir haben einen flüchtigen. Aufgabe Zeit hinzufügen. Dinosaurier betäuben. Waffen, aber denken Sie daran, der Dino weiß nicht, dass das eine Übung ist. Also seien Sie vorsichtig. Ich verstehe zwar, dass unsere Sicherheitsleute den Drill brauchen, aber so würde ich das beim besten Willen nicht machen. Wenn Sie ein Problem damit haben, wie wir für Ihre Sicherheit sorgen, können wir gerne darüber reden, Doktor. Später. Im Moment haben wir zu tun. Um Gottes Willen. Oh Gott, ich glaube, ich fliege gleich irgendwo rein. Oh, scheiße. Eieieiei. Wo ist denn der? Ich sehe ihn nicht. Bleibt das stehen in der Luft grundsätzlich mal? Ja, okay. Wo ist der Dino hin? Ich habe ihn verloren. Ist nicht gut. Die sind alle sehr entspannt irgendwie. Da sind die. Fuck it, wo ist denn mein Dino? So. Nee. Ich sehe ihn halt echt nicht, ne? Musst auf Dino klicken? Ja, aber ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn nicht. Ich habe ja einen freigelassen. Ich sehe ihn nicht. Da. Oder? Ah. Betäubungsgewehr? Ja. Wenn Sie mit TA. Ja, ich war gerade dabei. Aber. Wo war er jetzt? Jetzt sehe ich ihn wieder nicht mehr. Oh, leck mich doch am Ärmel. Da hinten. Ich sehe ihn halt nicht, ne? Ich habe ein bisschen Angst, dass ich ihn jetzt... Das war nicht gut. Wieso? Das kommt da ja gar nicht hin. Ich bin zu weit weg. Oh, kann das nicht automatisch irgendwie gemacht werden? Ich bin völlig überfordert gerade. Ich muss mich mal fertig machen. Leider zurzeit kein Homeoffice-Spiel. Alles gut, viel Spaß dir noch. Und oben der rote Punkt. Jetzt kannst du deine Valorant-Skill auspacken. Die nicht vorhanden sind, wie man gerade sieht. Ich muss... Ah, fuck it. Wartet mal. Muss ich jetzt... Bleib doch da! Bleib da! Halt! Stopp! Bleib da! Fuck! Das fliegt nicht weit genug! Ich schlage vor, jede freie Minute zu nutzen. Sie wissen schon. Ah, ich kann näher hin. Lassen Sie die Wissenschaftler etwas erforschen und machen Sie mir einen Kaffee. Ich habe ihn getroffen. Mit Milch und zwei Stück Zucker.
Da läuft doch ein Gast feuerfrei. Ja, sauber, Chris, ich trippe. Hi, wie geht's dir? So, ja, wieso? Hallo? Ich habe ihn doch betäubt. Kann er jetzt bitte umfallen? Hallo? Was ist denn jetzt kaputt? Ist der noch nicht betäubt? Sichtkontakt mit dem Produkt. Oh, fuck. Das war daneben geschossen. Alter Schwede, ey. Ich hab dem doch schon einen verpasst. Ah, der braucht mehr. Okay, okay, okay. Beruhigung! Erforderlich. Erfolgreich. Okay. Transportieren Sie den betäubt. Okay, wie mache ich das jetzt? Oh, um Gottes Willen. Wenn ich könnte, würde ich diesen Auftrag selbst erfüllen. So erhöhen Sie Ihre. Ja, mache ich dann irgendwann. Ich muss jetzt hier gerade. Sie müssen das Transportteam rufen, um das Tier sicher in sein Gehege zu. Und das Transportteam ist wo? Ist das jetzt wieder. Ich bin. Ist das hier das Transportteam? Ich glaube, du musst auch treffen. Gut, dass es nur ein Pflanzenfresser ist. Ist das hier das Transportteam? Die Ranger? Oder wo kriege ich jetzt ein scheiß Transportteam her? Oder muss ich da trotzdem wieder bei der ACU? Ja, das habe ich ja gemacht. Ich bin jetzt, weiß ich nicht, wo ich. Wo mache ich das denn jetzt? Gut, dass nur ein Pflanzenfresser ist, das ist wohl richtig, ja. Wo muss ich hin? Achtung, aus dem Weg. Hier komme ich. Ich muss mein Dino abholen. Geht das? Aber das ist ja... Oh, Handbremse. Betäubungsgewehrkamera wechseln, zurück, Handbremse. Wie mache ich das denn? Ich bin... Oh, Hilfe. Du kannst beim ACU auch einen Transporthelikopter wählen. Ja, aber wie denn? Ja, und jetzt soll dir mein Dino hier abholen. Verbaut? Hä? Unterwegs, um Produkt einzusammeln. Ah. Schläft und ist zufrieden. Er fährt das Auto von alleine wieder weg oder muss ich das dann wieder wegfahren? Oh, jetzt haben sie ihn. Guckt euch das an. Da wird er abtransportiert. Huiuiuiuiui, das machen wir aber nicht nochmal, dass wir einen freiwillig rauslassen, ey. Das ist ja... So, wo bringen die denn jetzt hin? Transportiere Produkt. Ja. Ja, dass das Ziel als Gehege auswählen müssen. Ja, wohin denn? Produkt wurde transportiert. Oh, nein. Nein. Ich bin Claire Dino. Nein. Ich war schon mal Scheiße. Fuck. Gemacht, nein. Etwas Positives abzugewinnen. Leute, glaube, das ist euer Ernst. Ernst. Sie muss nur ordentlich gemacht werden. Oh.
Wo ist denn der? Wo ist die Scheiße? Wo ist er jetzt hin? Ich sehe ihn nicht. Oh! Mann! Da. Bestätige Aufgabe. Lol. Und nochmal betäuben. Ja, jetzt gammelt der da am Eingang, ne? Jetzt traut sich keiner reinzukommen. Hallo? Macht ihr das bitte? Okay. Okay, und jetzt? Oh Gott! Muss ich den nochmal abholen lassen? Irgendwie. Dino geht zu den Zügen, der will abhauen. Ja. Okay. Transporthelikopter. Ja, okay, und jetzt den hier. Ah. Hier. Jetzt verstehe ich's. Okay. Ja. Okay, jetzt hoffe ich, dass es funktioniert. Weil jetzt muss ich dann echt mal was machen, damit ich Geld bekomme, weil sonst bin ich bald pleite. Holen ihr den jetzt ab? Ja. Zum zweiten Mal. Da setzt zwei Marker. Ja, das habe ich jetzt erst gecheckt. Ich dachte, dass es beim ersten Mal nicht funktioniert hat, weil da das Auto so im Weg stand. Und weil da stand verbaut. Deswegen dachte ich, dass es nicht funktioniert hat. Aber er hatte schon das ausgewählt und ich habe es einfach nicht gecheckt. Aber jetzt... Okay. Produkt wurde eingesammelt. Ich bin begeistert. Erreichen Sie eine Inselbewertung von 1,0. Oh Gott, ich habe 0,3. Das ist ja wahnsinnig schlecht. Aber seht ihr, da fliegt er. Da fliegt er in sein Gehege. Pengstar, danke doch für deinen Follow. Ich glaube, ich habe mich noch gar nicht bedankt. Sorry, habe ich gerade nicht mitbekommen. Ich war so beschäftigt mit meinem Dino. Oh, so. Da wird er abgeladen. Müssen wir jetzt schon gucken, ob das auch alles passt. So. Sie klingt teilweise so verzweifelt, was man macht, erst wenn ihr erst einen Raptoren oder einen T-Rex ausreißt. Ja, weiß ich auch nicht. Ein Flugsaurier? Mhm. Die dürfen bei mir einfach nicht ausbrechen. Job erledigt. Voll und ganz. Uhu. Sehen Sie, wir wissen noch nicht, wie weit wir gehen können, um diese Tiere unter Kontrolle zu halten. Und die denken sich weiß Gott was aus, um unsere Schwächen auszunutzen. Okay. Bleibt nur die Frage, wer zuerst an die Grenze seiner Sturmabwehrstation habe ich jetzt auch. Okay. Immer wachsam. Oh ja, er hat sehr viel Durst. Im Jurassic Industriekomplex. Nutzen gegen Sicherheit. Was für ein immenses Potenzial für Profit. Aber eben auch für Gewalt. Der müsste doch jetzt gleich was essen wollen. Das heißt, wir probieren nochmal, mit dem Auto reinzufahren. Kann ich auch sagen, Futterstation? Nee, das ging nicht, ne? Das heißt, wir lenken nochmal. So, wartet mal, Leute. Wir fahren nochmal rein. Hallo? Nein. Na, hallo. Ich will gerade fahren. Oh. Ah, da ist noch keiner da. Ich habe schon sehr gute Fahrkünste, ne?
Was passiert, wenn du noch 4 Aufträge für die Sicherheit ausführst? Gibt es da eine besondere Belohnung? Ich glaube ja, aber... Warte, ganz kurz. Ich glaube, man muss da aufpassen, dass man... Also, weil durch manche Sachen... Also, wenn ich zum Beispiel jetzt die Sicherheit voll hoch mache, dann geht, glaube ich, teilweise die Unterhaltung runter und halt auch anders. Und deswegen muss ich da, glaube ich, aufpassen, dass man das alles so ein bisschen im Gleichgewicht hält. Sehr gute Fahrkünste. Ja. Jo. Wieder voll auf dem Parkplatz geparkt hier. Okay. Ich habe eine interessante Gelegenheit für Sie. Ich glaube, ich habe da doch noch irgendwas. Nee, okay. Echtes Leben. Wenn Sie Dr. Malcolm zugehört haben, wissen Sie, wie wichtig das für uns ist. Expeditionszentrum. Dann gucken wir doch jetzt mal. Was soll ich suchen? Triceratops. Ich wusste, dass Sie auf meiner Wellenlänge sind. Hinterfragend, voller Antrieb. Und ich wusste, sie könnten nicht widerstehen. Also los. Ja. Dann schicken wir die mal hier hin. Können wir eine Gene. Authentischere Version. Nee, wo waren das? Hier, Fossilien. Dazu brauchen wir ein vollständiges Genom. Keine Dinosaurier-DNA zum Extrahieren. Das heißt, das hier können wir verkaufen. Oh, sehr gut. Und das hier extrahieren wir. Der Chris hat geresubbt. Wupp, wupp, hallöchen. Oh, und Miss Harvey, hallöchen zu seinem schönen Mittwoch. Danke, wünsche ich dir auch. Solange sie im echten Leben besser werden, würde ich behaupten. Ja, das ist deutlich einfacher. Haben wir den hier schon oder haben wir irgendwelchen anderen? Oder haben wir auch einen Triceratops schon? Oh, ich glaube, ich muss die erstmal alles extrahieren, was ich schon habe. Chris, wie geht's dir? Alles gut? So, ich bin ja heute mal hier. Siehst, guck mal, ich hab Dinos. Schau dir das an. Cool, oder? Neues, lebensfähiges Genom. Jawohl. So, jetzt schauen wir mal. Wasser, Nahrung, Grasland, Sumpf, Bestand. Ja, gut, sozial. Das müssen wir noch machen, ja. Betriebsgebäude. Sturmabwehrstation. Reduziert Sturmschäden an Gebäuden in einem großen... Oh, das ist natürlich gut. Das müssen wir bauen. Wo habe ich viele Gebäude? Hier, ne? Dann gucken wir, dass wir das... Passt es hier hin vielleicht? Ah, nicht doch. Ah, perfekt. Ah, oder ein bisschen weiter rüber vielleicht sogar. Wartet mal. Vielleicht lieber hier hin. Soweit so gut. Haben wir keinen Urlaub. Oh, ich schon. Die ganze Woche noch. Kim Jung so, moin, na? Alles gut? Wie geht's dir? Oh, meine Inselbewertung steigt. Was habe ich jetzt gerade für einen Dino freigeschaltet? Den Ceratosaurus. Was ist er denn? Er ist ein Fleischfresser. Ui, das heißt, den kann ich nicht in das Pflanzenfressergehege mit reinpacken. Sie sind hier, ja. Bin schon überfordert mit der einen Insel. Wie soll ich da denn mehrere Inseln verwalten? Du weißt, dass du Gebäude versetzen kannst. Nee, war mir nicht bewusst. Aber danke. Wie gesagt, ich spiele es zum ersten Mal. Ich bin noch etwas... Nee. Oh Gott. Krankheit ausgebrochen. Was muss ich jetzt machen? Hier, er ist... Oh nein, er ist erkältet. Oh, Schnuppi. Warte, oh, das habe ich aber, glaube ich, gesehen. Ja, das könnten die hier machen.
Aufgabe sonst hinzufügen. Die Verantwortung für das, was danach Dinosaurier heilen. Geht das? Oder muss ich da hinfahren? Hier, behandeln. Hier. Lege weitere Aufgabe fest. Okay. Da müssen wir jetzt aber gucken, Leute. Ich habe meinen ersten kranken Dino. Er ist erkältet. Klar geht das, haben die Pflanzenfresser Spaß? Nee. Das machen wir nicht. Und jetzt? Jetzt bin ich gespannt. Erstmal betäuben wahrscheinlich. Findet ihr nicht so geil? Krankheitsausbruch unter Kontrolle. Ach so. Ja gut. Na ja, dann. Haben wir das ja auch geklärt. Es ging ja schnell. Gut. Passt. Möchte mal... Was ist denn das hier? Klippe? Grasland? Küstengebiet? Entfernen? Lebendig? Lebendig? Wald. Ich möchte mal ein bisschen... Gewinn pro Minute. Oh, wir haben Plus gemacht. Wir haben Plus gemacht. Jawohl. Ja? Okay. So. Vielleicht sollte ich die Futterstation mal... Wie bewege ich die denn? Wie kann ich die, die Futterstation, kann ich die bewegen vor allem? Und wenn ja, wie? Weil dann würde ich die hier vorne hinbauen, dass wenn die Leute da beobachten, dass die quasi die Futterstation da sehen. Wisst ihr, wie ich meine? Dass die quasi... Ah, wie geht denn das? Abreißen? Ich möchte ja nicht abreißen. Ich hätte da was für Sie. Wenn Sie Interesse haben. Mit ein Fossil eines kleinen oder mittleren Pflanzen. Das hört sich eigentlich ganz gut an, ja. Wäre ich dabei. Alles verteilen. Nee. Haarshilfe. Ja gut, das ist mir bewusst. Weiß ich nicht, wie das geht. Naja. So. Ich bin immer noch bei minus 20. Ach so, nee, ich habe 27.402 Einnahmen, 20.000 Ausgaben. Das heißt, ich mache gerade 7.402 plus. Jawohl. Super. So, was hatte ich jetzt gerade für ein Dino gefunden? Oh, ich weiß immer nicht, wo ich hinklicken muss. Es tut mir leid, das ist noch etwas wirr. Den hier, den hatte ich, den Ceratosaurus, habe ich schon. Was ist das hier? Das ist ein Fossil von dem hier. Den habe ich ja eigentlich auch schon, den habe ich noch nicht. DNA extrahieren. Genau. Wir probieren mal nochmal, dass wir vielleicht von denen auch zwei haben. Auch wenn die relativ teuer sind. Und das eventuell wieder schief gehen könnte. Das ist mein Wasser. Ja. Aber wie gefällt euch das Spiel so? Also ich weiß nicht, habt ihr es schon mal selber gespielt vielleicht? Oder? Also ich muss sagen, es ist am Anfang es ist relativ... viel, was man irgendwie machen kann und beachten muss. Aber es macht Spaß. Ich finde es schön. Und ich finde, es sieht auch ganz schön aus. Auch mit den Sequenzen dann ab und zu. Ja, das ist Soltaron, danke noch für deinen Follow. Sie haben den Auftrag gut erfüllt. Rufbelohnung. Egal, was alle anderen behaupten, Wissenschaft ist für unseren Erfolg entscheidend. Zugegeben, sie kann auch Nachteile haben. Aber sie lassen uns auf Isla Matanceros damit gut aussehen. Und das ist eine Belohnung wert. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so lange zuschaue. Gefällt mir doch ganz gut. Ja, also ich muss halt sagen, ich bin halt, wie gesagt, ich mag so
So Aufbauspiele, bisschen Strategiespiele, so Anno oder auch dieses Rollercoaster hat mir immer gut gefallen. Oder auch so Planet Zoo und oder was weiß ich was, halt so diese Freizeitparks und oder auch, ja, wenn man so Inseln irgendwie besiedeln muss oder sowas. So, das finde ich prinzipiell immer ganz gut. Und ja, also wie gesagt, ich habe das jetzt auch noch nicht davor gespielt gehabt, jetzt heute zum ersten Mal, aber mir gefällt es auch echt gut. Ich habe es nur auf der PS4. Ich finde es echt schön gemacht, das Spiel. Ja, das finde ich auch. Das stimmt. Also wie gesagt, auch mit den Zwischensequenzen und mit den Aufgaben ist auch echt gut was zu tun, würde ich sagen. Bin gerade erst dazugekommen. Werner, hallo. Ist ein nettes Spiel, wenn man chillig entspannt den Abend mal verbringen will. Da hast du recht, ja. Finde ich auch. Oh, das hat sogar funktioniert. Leute, die nächste Sequenz. Das finde ich halt auch sehr schön gemacht, ne? Hier diese Sequenzen so. Das ist schon schön. Weiß ich, was taugt mir voll. Jetzt läuft er bestimmt, die laufen immer alle erstmal zum Trinken, zum Wasser. Deadpool, hallo. Ist das eine Art Aufbauspiel? Ja, du hast quasi, oder du baust den Jurassic Park sozusagen auf. Erforscht die unterschiedlichen Dinos, Ausgrabungsstätten und so weiter und muss es halt auch sicher halten und alles mit unterschiedlichen Gebäuden und was weiß ich was. Aber es ist eine Art Aufbauspiel, ja. So, warte mal. Guck, jetzt haben wir zwei von denen. Der ist zufrieden. Ich bin begeistert. Aber guck, die wollen noch ein bisschen mehr Wald, ne? Ich glaube, ich muss noch ein paar Bäume pflanzen. Er sozialisiert sich. Oh. Ich finde das irgendwie süß. Also ich finde es cool, dass er dann wirklich die Dinos so anklicken kann und sehen, was sie machen. Jetzt ist er zum Beispiel auf Wassersuche. Jetzt weiß ich, jetzt läuft er da zum Wasser hin. Ich meine, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie cool. Warte, also guck, das hier ist der eine. Das hier ist der zweite. Und dann haben wir noch, ich weiß nicht, ob das auch geht. Ja, genau. Ah, nee, das geht nicht. Wir haben nämlich, das sind die Edmontosaurusse und wir haben noch die andere. Hier, die kleinen. Ich weiß immer nicht, wie man die ausspricht. Struthiomimus. Keine Ahnung. Die haben da, von denen haben wir auch schon zwei Stück. Da ist der eine. Da kann ich hier so durchwechseln. Da ist der zweite. Die sind irgendwie noch nicht so sozial. Ich glaube, ich bräuchte... Also, wir haben bis jetzt erst 4 Dinos. Ich glaube, ich bräuchte insgesamt noch viel mehr Dinos. Aber es ist halt auch immer sehr teuer gleich. So, was ist hier? Kontrollraum. Ich habe neue Fossilien entdeckt. Aber jetzt muss ich mal gucken. Ich habe... Das ist der Fleischfresser, den ich noch nicht gebaut habe, weil ich kein Fleischfressergehege habe. Genau, und die zwei sind ja schon drin. Dann kann ich doch das Fossil eigentlich verkaufen, oder? Weil ich brauche ja die DNA nicht mehr, weil den habe ich ja schon, den Ceratosaurus. Hier, den habe ich ja, oder Ceratosaurus, keine Ahnung. Weil dann kann ich das doch eigentlich verkaufen. Und die hier habe ich ja auch schon, könnte ich das ja auch verkaufen. Oder sehe ich das gerade falsch? Den Triceratops habe ich noch nicht. Das heißt, hier extrahiere ich die DNA. Kannst den Dinos auch Namen geben? Final Kick? Ich warte, ich guck mal. Ja, kann ich. Was? Okay, also bitte Namensvorschläge. Also wir haben 2 Edmontosaurusse. Je mehr Prozent, umso weniger schlägt das Ausbrüten fehl. Okay, das heißt, es macht trotzdem Sinn, die DNA zu extrahieren, auch wenn ich den prinzipiell schon habe. Gertrude und Eddie. Okay, wir nennen von den Großen einen Gertrude. Also, hier, die Gertrude. So speichert er das? Ja, also hier ist die Gertrude. Warte, hier kommt Eddie. Eddie. Cold Plasma, danke für dein Follow. Und Dennis Caramelo, danke für dein Follow. Peter. Okay, warte, Peter wird dann kleiner. So, warte, wo ist denn hier? Da. Ah, so, warte. Das hier ist der Peter.
Und jetzt brauchen wir noch... Hier, einen Namen brauchen wir noch. Habe ich einen übersehen? Noch nicht, oder? So, also bitte noch einen Namensvorschlag. Jürgen. Okay, das wird der Jürgen. Selbstverständlich. Okay, jetzt haben sie alle Namen, unsere vier Dinosaurier. Was, Nikas? Ja, jetzt, ich habe nur vier. Jetzt müssen wir warten, bis wir wieder einen bekommen. Puh, zum Glück gibt's Umlaute. Was baut sie zusätzliche Beobachtungsgalerien und Plattformen? Ja, das würde ich sogar sehr gern machen. Da muss ich jetzt mal gucken, wo die sind. Gäste. Aber wir könnten hier auch... Ich habe mal Hotel, Souvenirläden. Ohne Toilette. Das ist... Wir sollten eine Toilette dann mal bauen. So, wartet mal. Die waren... Ich muss gucken, wo das war. War das beim Gehege? Da ist die Beobachtungsgalerie. Und die Plattform, die geht noch nicht. Die müssen wir erforschen. Können wir das schon erforschen? Das war... Oh, wo war das? Verwaltung, Navigation, Expeditionskarte, Fossil. Wo war denn das Forsch? Da, Forschung. Gehege. Elektrische Zäune. Macht aber vielleicht auch Sinn, das zu erforschen, ja. Gebäude. Kleiderladen. Besucherzentren, das geht alles noch nicht. Sie haben nicht genügend verfügbare Forschungsteams. Okay, sorry. Macht Sinn, auf 100% zu gehen. Dadurch, dass Modifizieren die Prozent wieder sinken, dass aber auch Gestein gefunden worden, das nur zum Verkaufen ist. Ich weiß schon, welcher mein Lieblingsdino von denen ist. Das glaube ich dir. Okay, dann gucke ich da gleich nochmal hin. Oh, wir machen Plus. Unsere Getränkebewertung ist zu niedrig. Die folgende Anlage hat nicht ausreichend Zugang zu Getränkeläden. Beobachtungsgalerie 1. Okay. Jawohl. Das heißt, wir bauen einen Getränkeladen. Gibt's das? Hotel, Souvenirladen, Fastfood-Restaurant. Essen, Getränke, Spaß. Okay, also. Dann bauen wir hier. Wir bauen hier jetzt mal alles für Besucher, würde ich sagen. Ist das da abgedeckt? Oh, ich weiß immer nicht. Wartet mal, ich gehe mal vielleicht ein bisschen hier hin. Falsche Richtung. So. Und die Toiletten. Wir wollen ja nicht so sein, ne? Hier, nicht, dass sie noch ein Unglück passiert mit den... bei den Leuten. Vielleicht bauen wir das auch hier schon irgendwo hin. Kann ich das nicht drehen? Ah, das so. Ah, okay. Hier, funktioniert das so? Sehen wir dann gleich. Lecker Dino-Burger? Nein! Unsere Dinos werden nicht gegessen. Da. Guckt sich an, die zwei sind am Futtern. Da ist der Peter. Er ist zufrieden. Auftrag abgeschlossen. Ich war mir hier unsicher, aber sie haben abgeliefert. Habe ich jetzt eine Sternbewertung von meinem Park? Das war, glaube ich, gerade... Okay. Dino-Häppchen! Ach, Herr Jimine. Personal verwalten? Ja, ist schon wichtig, oder? Stellen wir mal drei Leute ein. Ah. Verwaltungsansicht? Keine Ahnung. Ah. Dino-Häppchen. Dino-Speise? Oh, dann wird es gleich deutlich teurer. Ah, okay.
Sollten wir erstmal bei den Häppchen bleiben? Und machen die da jetzt auch Getränke? Bin verwirrt. Stell dir mal ein Rippchen und hast Talk von so einem Tier. Nee, nee, nee. Leichter Stahl, elektrisch. Elektrische Zäune, okay. Ja, wir lassen das jetzt mal so. Wird schon funktionieren. Jetzt schauen wir mal noch kurz zu den Toiletten. Müssen wir hier auch irgendwas machen? Hier stellen wir mal auch Leute ein, oder? Das ist eigentlich nur ein Minusgeschäft, aber Toiletten sind wichtig. Und wir haben nur die eine bis jetzt, glaube ich. So, okay. Fossilienzentrum. Ansehen. Okay. Also. Dann sage ich jetzt hier zum Beispiel mal DNA extrahieren. Kann ich da auch mehrere gleichzeitig machen? Keine DNA. Okay, dann kann ich das hier ja verkaufen. Das hier ist auch keine DNA. Das heißt, das kann ich auch verkaufen. Und die meint ihr, soll ich trotzdem noch erforschen? Weil ich habe jetzt hier 52%. Hier habe ich jetzt gerade 58. Okay. In der Toilette. Was? Da reicht doch, wenn eine Oma drin sitzt in der Toilette. Ja, aber Toiletten müssen sauber gehalten werden. Dafür braucht man Leute. So, wer mag schon eine dreckige Toilette, Leute? Rotlichttoiletten? Nein. Okay, dann erforsche ich das jetzt auch nochmal. Kann ich das jetzt, kann ich hier mehrere gleichzeitig machen? Ja. Dann erforsche ich das jetzt alles mal nochmal. Okay, gut. Fuchs, moin, wie geht's dir? Okay. Ich habe jetzt hier... Verhindern Sie, dass die Dinosaurier den Gästen zu nahe kommen. Verschiedene... Ein neuer Auftrag kam gerade rein. Modifizieren Sie einen mit einem Angriffseigenschaft von mindestens 82. Lassen Sie ihn frei. Ja, können wir dann machen. Verschiedene unterschiedlich viel Sicherheit und Widerstandsfähigkeit gegen Schäden. Okay. Ja, ich würde gerne ein... ein neues Gehege bauen für unseren Fleischfresser. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht wo. Geht das hier auch? Da ist kein Weg, ne? Aber ich darf hier bauen, oder? Gehen das? Muss ich die einzeln bauen? Ah. Oh, ist ganz schön teuer. Wieso geht das nicht weiter? Hä? Kann ich nur bis 21.600 bauen? Ich bin gerade verwirrt. Danke, alles gut. Gleich gibt's Kuchen und Geschenke. Oh, hast du Geburtstag? Dann wünsche ich dir alles, alles Gute. Was gibt's denn für guten Kuchen? Und, ja. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag. So, ich bin gerade... Ich weiß noch nicht, wie das hier mit dem Elektrozaun funktionieren soll. Was ist denn, wenn ich hier... Geht's auch nur bis 21.600. Okay. Mit einem Genom von 50% ausbrüten und freilassen. Das haben wir ja schon, oder? Ich habe 56.
Sollen wir den modifizieren? Sollen wir es versuchen? Ah, das geht noch nicht. Wieso hat er eine Lebensfähigkeit? Nee, das will ich ja gar nicht. Aber ich, modifizieren finde ich irgendwie noch seltsam. Ich sag einfach mal ausbrüten. Wir versuchen es einfach mal. Russischen Zupfkuchen und Bienenstich. Oh, sehr gut. Das sind gute Kuchen. Dann lass sie dir auf jeden Fall gleich schmecken. Und weißt du, was es für Geschenke gibt? So, was hast du dir denn gewünscht? Irgendwas Bestimmtes oder lässt du dich überraschen? So, wir brüten unseren Triceratops in der Zeit aus. Und hoffen, dass es was wird. Irgendein Chris, danke für dein Follow. Ich schau mal ganz kurz auf mein Handy. Gutscheine, Kohle und mir selber habe ich eine neue Kamera gegönnt. Oh, das hört sich doch gut an. Was denn für eine? Triceratops als Fleischfresser klingt gut. Nein, das war, glaube ich, das war doch ein Dings. Pflanzenfresser, oder? Mach mich nicht schwach hier. Gerne. Ich muss immer wieder in, eBay Kleinanzeigen gucken, Leute. Weil ihr wisst, ich bin ja gerade noch, ich versuche noch meine Couch loszubringen und die sollte am besten bis Freitag weg sein. Das ist immer so, die Leute fragen immer so, ob die noch da ist und ich sage immer ja. Und dann kommt irgendwie immer nichts mehr. Ich denke mir so, okay. Triceratops ist Pflanzenfresser. Sehr gut, Call Me Chris. Dankeschön. Eine Nikon Z7 II. Ja. Ah, ist doch cool. Dann hoffe ich, du hast ganz, ganz, ganz viel Spaß mit deiner neuen Kamera. So, Leute, seid ihr bereit? Wir lassen den Triceratops frei. Ich meinte wegen der Modifikation. Ach so, okay, jetzt. Aber ich habe ja jetzt, glaube ich, nichts modifiziert, ne? Das, ich weiß immer nicht genau, wie das geht, bin ich ganz ehrlich. Aber schaut ihn euch an. Sonst frisst ihr jetzt die anderen. Triceratops? Okay, sorry. Dinosaurier entsprechen den Erwartungen. Aber wir wollen, dass sie gedeihen. Das ist unsere nächste Aufgabe. Die neuer hier. Dafür sorgen, dass unsere Exemplare gut versorgt sind. Okay. Dinosaurier wohl. Die Schwierigkeit bei Dinosauriern ist, dass sie keine Erfahrungen im Umgang mit Menschen haben. Also erwarten sie sich keinen Dank. Leute, wir haben einen neuen Dino, der hat noch keinen Namen. Das heißt, ich brauche wieder Namensvorschläge. Ich bin etwas enttäuscht, dass Dr. Dua sie empfiehlst du das Spiel? Ich finde es tatsächlich sehr cool. Also ich spiele es heute zum ersten Mal. Es ist am Anfang relativ viel auf einmal, finde ich. Aber man kommt nach und nach kommt man rein und mir macht's Spaß. Also ich mag aber auch allgemein so Aufbauspiele, so Park aufbauen oder so Anno oder sowas mag ich auch immer sehr gern. Und da würde ich sagen, ich würde es empfehlen, ja. Also ich finde es schön, mir gefällt's. Die Elke, okay, die Elke. Also Leute, hier, wir schauen gerade irgendwie den Arsch von Elke an. Hier, das wird die Elke. So. Peter der Zweite. Grafisch auf jeden Fall ein schönes Game. Hast du vor kurzem auch erst durch? Ja, das stimmt, das stimmt. Also ich finde es auch ganz nett mit den, Sequenzen zwischendrin da. Bitte, wo kriege ich den passenden Drehspieß? Den gibt's nicht. Also was ich habe schon, was, also das ist die Elke. Warte, was haben wir jetzt noch? Wir haben, ah, ist ja gut. Hallo, ich will weg von der Elke. Da. Wir haben die Gertrude, das hier ist Gertrude. Das ist der Eddie. Da. Und dann haben wir noch Peter und Jürgen, ne? Oder? Hier, das, genau, das ist Peter. Hier, der Kleine hier ist Peter. Und das der Jürgen. Es macht viel zu viel Spaß, denen irgendwelche doofen Namen zu geben. Hallihallo, liebe Nika. Wow, du zockst auch Jurassic World. Ja, Eddie, das ist richtig.
Wenn man dann erstmal in T-Rex kommt und noch größere wird sowieso. Oh, ich war schon völlig überfordert vorhin. Ich musste quasi einmal das Tor aufmachen, um zu gucken, ob das alles funktioniert, wenn ein Dino ausbricht. Ey, es war schon eine absolute Vollkatastrophe. Ich habe ein neues Angebot, das Sie sich ansehen sollten. Finden Sie mit TFS Extreme mindestens 2 Fleischfresserfossilien. Okay. Ich will, dass wie doofe Namen. Das sind natürlich keine für Dinos vielleicht ein bisschen komische Namen. Oh, was hat er jetzt gerade gesagt? Ich habe nicht zugehört. Ich war gerade Fossilien ansehen. Haben wir jetzt gerade noch welche? Nein. Das heißt, wir müssen mal wieder auf Expedition gehen, ne? 75? Oh, 60? Was ist das hier? Die haben wir alle schon eigentlich, ne? Triceratops. Die haben wir alle schon. Dann schicke ich die mal dahin. Okay. Forschung ansehen. Jetzt gucken wir mal nochmal. Medizinische Behandlung. Hakenwurmparasiten. Ja, forschen wir mal. Nicht, dass sie irgendwie krank werden. Vielleicht kommt es dann mit den Fleischfressern. Einen wunderschönen guten Mittag zusammen. Kev, hi, wünsche ich dir auch. Wie geht's dir? Ich sag ja, Park komplett voll und dann brechen deine Raptoren aus, dann bekommt die... Ja, ich glaube auch. Und ich glaube, dann kriege ich hier voll die Krise, wenn das passiert. So, was geht denn noch? Genetische Forschung. Oh. Alpin. Sie haben nicht... Ach so, okay, was... Oh, da kann ich viel machen. Starke Heilung. Das erhöht die Verteidigungsbelastbarkeitseigenschaft. Saumfingerechsen, die dafür sorgt, dass die Schwänze dieser Tiere wieder nachwachsen. Okay. Die erhöht die Lebenserwartungsbelastbarkeit, die DNA von Hain. Ja, die Lebenserwartung erhöhen ist doch eigentlich ganz gut. Angriffs- und Verteidigungseigenschaft. Angriffs- und Belastbarkeit. Hier, das hier gefällt mir. Das forschen wir. Wo ist da? So. Der Park steht noch und du wurdest ja nicht gefressen. Noch nicht, ja? Mir geht's gut. Gestern geimpft worden, schon wieder arbeiten. Das ist doch schön, wenn du es auch gut vertragen hast. Das ist doch super. Freut mich. Hier, Gebäude-Upgrades kann ich auch einiges machen. DNA-Selektion erhöht die Dinosaurier-Lebensfähigkeit. Oh, das muss ich machen, Leute. Ich muss hier viel mehr forschen. Viel, viel mehr. Dank chemisch stabilisierten Lagerplätzen kann in allen Inselanlagen ein weiteres Fossil oder Mineral gelagert werden. Okay. Hatte keine Probleme. Sehr schön. Das ist schön. Freut mich. So, das hier wollte ich jetzt. Sie haben nicht genug verfügbare Forschungsteams. Ach, forsche ich noch? Ah, es läuft noch. Okay, okay. Okay, ihr müsst euch mal bitte mitmerken. Wir müssen gleich noch forschen, ja? Wir müssen hier noch mehr forschen. NRGLNA. Ich weiß nicht, wie ich es ausspreche. NRGLNA. Danke für dein Follow. Kontrollraum. So. Wir haben Fossilien bekommen. Das hier, Exkremente. Sehr schön. Verkaufen wir. Triceratops-Bernstein. Das können wir extrahieren. Und ein Fossil können wir auch extrahieren. Okay. So. Es läuft doch. So, jetzt lassen Sie... Was lassen Sie einen Triceratops mit 82 Angriff frei? Das habe ich nicht angenommen. Erhöhen Sie die Schutzraumversorgung. Wie mache ich das denn? Bauen Sie Besucherschutzräume, um die gesamte Schutzraumversorgung auf 10% zu erhöhen. Okay. War das eine Greenpeace-Mission oder wieso freilassen? Ja, die wollten da vorhin schon mal irgendwas. Ja, wir testen mal, wie das dann funktioniert. Und da bin ich so, oh. Wo sind?
Sturmabwehr? Beim Gehege vielleicht? Beobachtungsgalerie, Zäune, Tor. Wo sind denn diese Schutzräume? Ah, hier. Bietet Inselgästen Schutz vor Stürmen und ausgebrochenen Dinosauriern. Hört sich grundsätzlich nicht verkehrt an. Das sollten wir wohl bauen. Ja, vielleicht hier direkt? Passt da was? Da passt. Geht das? Ja, das passt doch genau hin. Perfekt. So. Weil hier ist das Tor. Falls ich da mal wieder jemanden freilassen muss, soll, dann können die hier hinlaufen. So, Fleischfresserfossilien brauche ich noch, ne? Jetzt habe ich gerade keine mehr. Jetzt müssen wir mal gucken. Ja, gucken wir hier mal. Schutzraum wird noch gebaut. Wie sieht es jetzt in meinem Forschungszentrum aus? Hier bei den Gebäuden. Das Wohl unserer Gäste ist beinahe so wichtig wie das Wohl unserer Dinosaurier. Das war nur ein Scherz. Oder doch nicht? Ah ja, den Kleiderladen. Den wollte ich ja vorhin eigentlich schon erforschen, ne? Erforschen wir mal noch schnell den Kleiderladen. Hier, dann können sie sich richtig coole T-Shirts kaufen. Und dann wollte ich die Gebäude, genau, Gebäude. Hier, da müssen wir ganz viel machen. Ich glaube, ich muss nur immer warten, quasi bis eins fertig ist. Hallo, was geht ab? Ja, wir, jetzt gerade erforschen wir, aber grundsätzlich spielen wir hier Jurassic World. Und bauen einen richtig coolen Park auf. So. Okay, das dauert 3 Minuten. Die Zahlen sehen großartig aus. 50.000 plus gemacht, Leute. So muss es sein. Solche Aufträge gibt's nicht jeden Tag. Was schießen Sie mit einem Range ein Foto von mindestens 2 Ex... Ja, das kriege ich hin. Glaube ich. Wir haben auch noch kein Hotel, ne? Das haben wir alles noch nicht gebaut. Wir haben noch keinen Souvenirladen. Leute, wir müssen hier noch Sachen bauen. Mal gucken. Wo wir noch Platz. Der Souvenirladen ist sehr groß, muss ich sagen. Wieso ist der so groß? Passt der da hin? Nee. Okay, wartet. Wir bauen irgendwas anderes. Wie groß ist der Kleiderladen? Ist auch so groß. Das Hotel? Boah! Ist ja ein Monster! Ein Monsterhotel. Sie haben den Auftrag mehr als nur erledigt. Ja, freut mich. Vielleicht hier? Wow, es geht los. Ihr Ruf ist in die Höhe geschossen, weshalb Sie von der Unterhaltungsabteilung eine Belohnung für Ihre Arbeit auf Isla Matanzeros erhalten. Dankeschön. Wieso kann ich das da nicht bauen? Baukosten, Gebäudebeschränkungen. Ist es zu teuer? Was kostet das? Oh, ist zwar teuer, aber würde gehen. Müssen wir doch einen Souvenirladen bauen. Ich verstehe nicht, wieso das nicht funktioniert jetzt gerade. Ah, da. Hä? Da kann ich es hinbauen. Jetzt brauchen wir noch einen Weg. Wo sind da
Da sieht's doch nach Eingangstür aus. Okay. Kann man eigentlich die Leute auch anklicken? Oh, jetzt habe ich. Owen Grady. Meine Freunde nennen mich Owen. Eigentlich nennen mich alle so. Ich habe Dinge gesehen, über die ich nicht sprechen will, aber ich fühle mich den Dinos verpflichtet. Raptoren im Speziellen. Okay. Vor allem Blue und ich haben eine besondere Verbindung. So wie Claire und ich. Aber weniger kompliziert. Nee, es geht nicht. Es wäre cool, wenn man die Besucher auch noch anklicken könnte und dann quasi sehen könnte, was denen fehlt oder was, ob die glücklich sind oder so. Okay, da seht ihr gerade, wir machen 75.000 plus, 20.000 minus und dann bleiben 54 ungefähr übrig. Ist doch gut. So, da sagen wir wieder extrahieren. Auch extrahieren. Das ist nur so bla bla, ne? Das müssen wir nicht unbedingt angucken. Okay. Ah, das war das Fossilzentrum. Ich wollte noch mal ins Forschungszentrum gucken. Dass wir da nach und nach noch ein paar Sachen erforschen. Was macht denn Sinn? Trainingssimulatoren erhöhen Treffsicherheit. Planungseinheiten ermöglichen von Aufgewerteten eine weitere Aufgabe zuzuweisen. Ich weiß halt nicht, was irgendwie aktuell wichtiger ist. Kein Plan, ey. Strom. Ja, Strom ist hervorragend wichtig. Ich dachte, das habe ich auch vorhin schon mal angeklickt. Verwirrt. Ich habe doch vorhin schon mal irgendwas mit Strom erforscht, oder nicht? Hä? Okay, dann schnappen wir uns doch jetzt mal kurz hier Fahrzeug lenken. Aus dem Weg! Oh, ich glaube, ich muss die Stationen wieder auffüllen. Oder was ist? Wieso ist da... Halt! Bremse, Bremse, Bremse! Ja, ich glaube, ich muss die auffüllen. Auffüllen abgeschlossen, sehr schön. Wo sind denn meine zwei? Die zwei Dinos, die ich fotografieren soll. Das ist der andere. Da gehen wir mal ein bisschen weg. Wo ist denn der? Wir haben tolle Musik im Auto, oder? Ah, da hinten, oder? Nee, sieht das nur so aus? Nee, es hat nur so ausgesehen. Ich finde die zwei nicht. Wo sind unsere zwei Dinos? Nika, was passiert, wenn du die Dinos anfährst? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich will es nicht ausprobieren. Ich glaube, das findet das Auto nicht so gut und die Dinos wahrscheinlich auch nicht. Ich weiß ja nicht, ob es gut ist, wenn ich ins Wasser fahre. Ah, okay, gegen Bäume kann ich anscheinend nicht fahren, was ja schon mal sehr gut ist. Uiuiui, ich sehe nichts mehr. Oh, ich glaube, jetzt stecke ich fest. Nee, es geht. Nee, hier komme ich irgendwie nicht hin. Oh, jetzt, da guck, jetzt habe ich mein Auto angefahren. Das war nicht gut. Dann werden die Ranger bestimmt zum Snack. Vielleicht, ja. So, ich will hier wieder raus. Ich komme hier nicht raus. Oh, fuck it, was? Warum? Lasst mich hier wieder raus. Ich will hier raus. Da sind sie doch.
Wieso kriegt man dafür so viel Geld? Für diese Fotos? Sie haben ein Auge für Bild. Ja, auf jeden Fall. Ich mache wunderschöne Fotos von meinen Dinosauriern. Ich habe den hohen Tieren von ihrem Erfolg berichtet. Ja, gleich nochmal. Wieder was wiederholende Spezies. Oh, Strafe. Okay, dann hören wir jetzt auf mit Fotos machen. Dafür würde ich mich auch direkt in Gefahr begeben. So, dann fahren wir wieder raus. So, wir haben unsere Aufgabe erfüllt. Hier laufen eindeutig zu viele Leute rum. Aus dem Weg. So. Leeren Sie Ihre Geldbeutel. Ihr wünscht jetzt insgesamt mindestens 20.000 Einnahmen durch Gästeanlagen. Okay, wir versuchen es. Wir versuchen es. Nehmen Sie den Auftrag an. Das wäre gut für uns beide. Ja, hab ich ja. Was Play Dino, das erotische Magazin für Dinos. Ja. Okay. Ja, dann müssen wir jetzt mal gucken, dass wir nochmal irgendwas für Gäste bauen können. Wir haben ja... Wir gucken mal, ob wir so ein Hotel irgendwie hinbauen können, oder? Das ist halt riesengroß. Ich weiß nicht genau, wo ich das hinbauen soll. Oder das hat vorher nicht funktioniert, ne? Deswegen haben wir es nicht gebaut. Hat nicht funktioniert. Ich probiere es jetzt nochmal. Im Wasser. Wo ist denn hier Wasser? Das ist doch nicht im Wasser. Was erzählt der mir? Hier kann ich es hinbauen. Okay. Sehr teuer. Aber was tun wir nicht alles für unseren Park, ne? Aber vielleicht bauen wir das irgendwie hier so. Dass wir da dann noch ein bisschen Platz haben für den Weg und weiß ich nicht, was wir da sonst noch so hinbauen wollen. Okay. Ich glaube, es hat schon wieder keinen Strom dann. Ja, ich bin begeistert. War kurz weg. Immer noch der erste Park. Ja. Ja, immer noch der erste Park. Da haben wir noch ein Kraftwerk. Können wir hier jetzt irgendwas upgraden? Ah, ich muss das da noch reinmachen mit der... Okay, ich habe doch hier noch ein Kraftwerk. Nee, da, hier. Halt, stopp. Da. Wir müssen die upgraden. Zack. Jawohl. Dass da mehr Strom da ist. Und dann muss ich jetzt, glaube ich, hier nochmal so eine... Muss ich da noch so eine Leitung bauen? Mast. Hier so. Ah. So. Das funktioniert? Weiß ich noch nicht. Ich glaube, es sieht noch nicht so aus. Ups. Falsche Taste. Was? Ich vermisse die Sonderausgabe. Was kostet das Spiel? Das ist, glaube ich, gerade sogar reduziert. Wenn du guckst im Epic Shop. Das müsste reduziert aktuell sein. Ich kann es dir gar nicht genau sagen, aber es müsste aktuell reduziert sein. 11 Euro, sagt mein Mod, kostet das gerade nur. Ich glaube, sonst kostet es um die 40 oder so. Aber es ist gerade ziemlich stark reduziert. Okay, ich habe es nicht mit Strom versorgt anscheinend. Aber ich dachte, ich habe da gerade extra das Ding hingebaut. Was muss ich denn dann jetzt hier machen? Umspannwerk? Ah, muss ich es mit dem Umspannwerk verbinden? Also wenn ich sage, wo ist denn das hier? Ist jetzt besser? Nee. Oder muss ich den tatsächlich...
Nee, ich kann das ja nicht auf dem Gebäude oder da irgendwie bauen. Also wie soll das funktionieren? Strom ist irgendwie verwirrend zu bauen, muss ich sagen. Macht's das jetzt besser? Nein. Oh! Wieso geht das nicht? Ah, weil es wieder nicht mit dem Ding verbunden ist. Dann reiße ich das jetzt ab. Hier, das hier. Das verstehe ich nicht. Verbindungen 4. Das ist doch okay. Oder nicht? Ich hätte gerne kein Umspannwerk. Muss ich vor jedes Ding ein Umspannwerk bauen? Umspannwerk. Sieht ja wunderschön aus. Hier direkt vors Hotel ein Umspannwerk. Klar, ne? Und jetzt? Ne, jetzt bauen wir da noch. So. Jetzt ist es verbunden. Verwirrend. Aber wir haben ein Hotel, Leute. Wir haben ein Hotel. Oh, wisst ihr was? Das nennen wir Nikas Welt. Das ist das Hotel Nikas Welt. Herzlich willkommen. gibt es da auch Flugsaurier? Oh, das weiß ich gar nicht. Warte mal, ich glaube, wir können, vielleicht können wir das gucken, ne? Ne, das ist das Kraftwerk, ich drücke irgendwie immer aufs falsche Haus. Ich wollte hier in das Forschungszentrum. Wenn wir uns hier die Dinos angucken. Ah, sieht nicht so aus, als ob es da Flugsaurier geben würde. Aber ich weiß, dass es viele Erweiterungen gibt. Vielleicht gibt es da irgendeine Erweiterung mit Flugsaurier. Also ich weiß, ich habe gesehen, dass es Erweiterungen auch für Dinosaurier extra gibt, aber ich, keine Ahnung. Bei den Erweiterungen kenne ich mich gar nicht aus. Direkt mal einchecken, was kostet die Nacht und wie viele Sterne. Ich hätte gerne 1 für 4 Nächte. Wartet mal, ich glaube, das kann man sogar irgendwo gucken, was es kostet. Oder? Sieht man das? Ansicht anzeigen? Oh. Oh, guckt mal. Okay. Es war zwar nicht das, was ich eigentlich machen wollte. Sieht so aus, als gäbe es einen weiteren erzielen Sie mindestens 500 Gewinn pro Minute. Ja, gut, das ist ja sehr easy. Schaffen wir locker. Hoffe ich. Wartet mal. Sieht man das dann nicht? Oh, ich dachte, das sieht man vielleicht irgendwo. Nee, anscheinend sieht man das echt nicht, Leute. Dann keine Ahnung. Wieso sieht man das denn nicht? Wie viel das kostet? Info? Kann ich nicht anklicken. Ha, schade. Schade. Haben die Zimmer Jacuzzi? Auf jeden Fall. In meinem Hotel gibt es nur Jacuzzis im Zimmer. Hätte auch gerne ein Zimmer mit Blick aufs Umspannwerk. Ja, überhaupt gar kein Problem. Haben wir alles da. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Was muss ich denn jetzt noch machen? Ein Triceratops mit 70%. Haben wir das denn mittlerweile schon? Ne, 69. Das heißt, wir müssen nochmal in das Dingsterbumster gucken, ob wir da nochmal was forschen können. Noch nicht. Ach, müssen wir nochmal wen losschicken. Ja, schicken wir sie nochmal hier hin, oder? Kann ich jetzt eigentlich auch mehrere gleichzeitig? Nee, das geht noch nicht. Okay. Mit romantischen Brummen im Sonnenuntergang auf jeden Fall. So, was will man mehr? nun ist nur noch die Frage, wann geht der Flieger und brauche ich einen Corona-Test? Ja, bitte negativen Corona-Test mitbringen. Dann gibt es keine Quarantäne bei mir im Park. Oh Mann. So, wir könnten mal gucken. Vielleicht können wir nochmal irgendwas Besuchertechnisches bauen. Was haben wir denn vorhin jetzt? Wir haben? Ich weiß gar nicht.
Wir haben einen Schutzraum, wir haben ein Hotel. Den Souvenirladen, glauben wir, haben wir nicht gebaut. Wir haben Fast Food und die Toiletten, oder? Ich glaube, Kleiderladen und Souvenirladen haben wir noch nicht. Quarantäne im Gehege der Dinos, versteht sich. Können sich Saurier auch infizieren. Sie können auf jeden Fall krank werden. Also meiner hatte schon Erkältung. Der eine hatte eine Erkältung. Könnten wir auch mal gucken, ob es ihm gut geht soweit. Er ist auf jeden Fall gesund. Der Eddie ist gesund. Die Gertrude ist auch gesund und zufrieden. Gucken wir mal weiter. Wie geht's der Elke? Elke ist auch gesund. So, wo sind Peter und Jürgen? Da ist der Jürgen. Jürgen geht's auch gut. Zeigt uns seinen Hintern. Da ist Peter. Peter geht's auch gut. Ich bin schwer begeistert. Alle wohlauf. Vogelgrippe wahrscheinlich. Get well soon. Bis bald. Triceratops. Bin weg. Viel Spaß euch noch. Bis später. Wünsche ich dir auch Panflötentraum. Schönen Tag noch. Und vielleicht, also wir kochen heute Abend um 18 Uhr. Normaler Stream. Wenn du Zeit hast, würde mich freuen. So, wir machen aktuell $39. Wir brauchen 500. Hui, hui, hui. Zu den Fossilien. So, was haben wir denn da jetzt? Keine DNA vorhanden. Dann verkaufen wir das. Mal wieder Exkremente, die können wir auch verkaufen. Und da wird die DNA extrahiert. Dann könnten wir gleich gucken, gleich die nächsten. Kann ich das jetzt gerade nicht machen? Kann ich nicht gleich die nächste Expedition rausschicken? Muss ich dafür wieder das Expeditionszentrum? Ja, okay. Setzt weitere Expeditionszentren voraus. Heißt es, ich sollte noch ein anderes Expeditionszentrum bauen? Wahrscheinlich, oder? Neue Fossilien entdeckt. Ja, dann geht's doch direkt dahin. Kochen gibt's doch zusätzlich heute. Ja, also das Kochen ist ja quasi der normale Stream. Und weil ich eben Urlaub habe und ich ja gesagt hatte, ich möchte auch ein bisschen mehr streamen, habe ich mir gedacht, streamen wir jetzt heute ein bisschen das Game. Ich muss mal gucken. Ich will versuchen, vielleicht die Woche nochmal irgendwann was zu spielen. Also mir gefällt das jetzt auch sehr gut. Ich würde sagen, ich schaue, dass ich die Woche nochmal einen Gaming-Stream einbaue. Ich muss halt nur gucken, wie gesagt, weil ich jetzt am Samstag kriege ich meine Möbel und ich muss davor noch mein Sofa irgendwie entsorgen, verkaufen, verschenken, wie auch immer. Dass ich das halt alles unter einen Hut bringe. Aber das schaffen wir schon so. Also das Spiel macht mir wirklich Spaß, muss ich sagen. Das hätte ich, oder was heißt, hätte ich nicht gedacht. So, ich war mir nicht sicher, ob es mir tatsächlich gefällt. Aber ich bin begeistert. So, jetzt können wir den Triceratops machen. Ausbrüten. Den zweiten jetzt dann. Fenster auf, Sofa raus, fertig. Ich gucke nur vor, das kann ich nicht machen. Hast du einen Lieblingsdino? Oh, nicht wirklich. Also ich muss ja sagen, so, ich bin nicht der größte Dino-Kenner. Ich finde ja, diese Flugsaurier sehen meistens sehr cool aus. Aber so, keine Ahnung. Habt ihr Lieblingsdinosaurier? Oder auch du, Captain Pflanzi-Pflanz? Außer du müsst keine Dinos jagen. Ja. Unsere Spaßbewertung ist hoch. Sehr schön. Das freut mich. So, hoffentlich wird der was, der Dino. Ach, was hat er denn jetzt eigentlich für einen Angriff? 54. Das heißt, ich hätte den, ich muss eigentlich, muss ich noch einen Triceratops oder Triceratops ausbrüten und den Angriff modifizieren, oder? Für die eine Mission, die ihr tatsächlich nicht seht, weil da der Creator-Code davor ist. Aber ich habe eine Aufgabe, wo steht, lassen Sie einen Triceratops mit 82 Angriff frei. Und der hat ja im Normalfall nur 54. Eigentlich ist es auch
Pollenentwicklung für Anfänger. Bei Archäologie geht es eher um Kultur. Ja, sei doch nicht so. T-Rex fand ich als Kind natürlich toll. Ja, das fand ich auch. Das war halt immer so als Kind immer der T-Rex. Aber der Stegosaurus auch, hat früher immer gedacht, er hat Solarpanels auf dem Rücken. Süß. Seid ihr bereit für den nächsten Dino, den wir freilassen? Und ich kann gleich sagen, wir brauchen wieder Namen, Leute, für diesen Dino. Bruno. Sollen wir ihn Bruno nennen? Können wir natürlich machen. Oh. Oh nein! Eine Krankheit ist ausgebrochen. Oh Leute, okay. Jetzt müssen wir schnell sein. Also, Bruno. Okay. Wer ist krank? Hier, wer ist krank? Die Elke. Okay, das heißt... Wo ist mein Ranger? Da ist meine Ranger-Station. Aufgabe hinzufügen. Medizinisch behandeln. Let's go. War halt ein paar Tempel, dann passt es wieder. Okay, mach ich gleich. So. Sieht man das? Wie die. Ich glaube, die beschießen die wieder, ne? So, kümmert euch um die Elke. Jetzt. Jetzt ist er wieder gesund. Juhu. Piu, piu. Stärke des Herzens 2.0 ist jetzt verfügbar. Unser Weg führt in Richtung eines reinblütigen Dinos. Das wird das Paradigma verändern. Diese Errungenschaft kann man nicht ignorieren. Oh, durch ihre Hilfe, das ist wohl klar. Unter meiner Leitung natürlich. Ich glaube, ich muss denke, wir sind ein gutes Team. Auch gucken hier, dass ich... Das wiederholen. Ich gebe Ihnen Bescheid. Ich habe Dr. Dua schon unzählige Male an der Aufgabe zerbrechen sehen. Kann man zum Beispiel die Ranger nicht mehr automatisieren? Das haben sie jetzt automatisch gemacht. Ich kann ja das Fahrzeug auch tatsächlich selber fahren und die beschießen. Das ist schon die, glaube ich, automatische Variante. Elke ist ein typischer Krankenschwestername. Ja, guck mal, da haben wir jetzt... Da, die Elke und den Bruno. Die sozialisieren sich gerade. Auf eine sehr interessante Weise. Nee, jetzt geht sie was trinken. Aber er auch. Wieso hat er hier ein... Der hat ein Krönchen, seht ihr das? Bruno hat eine Krone. Die Elke nicht. Aber der Bruno schon. Jurassic World, ja. Hattest du schon eine Bertha? Nein, wir haben noch keine Bertha. Oh, Bertha müsst ihr euch bitte merken. Paaren die sich auch? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber man sieht, glaube ich, nicht, ob die männlich oder weiblich sind. Zumindest habe ich da bis jetzt nicht drauf geachtet. Von dem her glaube ich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir bauen mal noch eine Futterstation hier jetzt hin. Damit die Leute was sehen, wenn die da gucken. So. Weil da ist ja die Beobachtungsgalerie. Und dann... Können die da richtig schön was sehen. Bist du ein Fan von den Filmen auch? Mir haben die gut gefallen. Wie gesagt, ich glaube, ich habe ein oder zwei nicht gesehen. Ich kenne die Jurassic World und den ersten Jurassic Park und ich glaube, ich habe noch irgendeinen Jurassic Park gesehen. Ich weiß aber nicht, ob es der zweite oder der dritte war. Ich glaube, einer fehlt mir. Aber die haben mir gut gefallen, ja.
Kann das Aussehen beeinflussen wie eine rote Nase beim neuen Tier? Ich weiß nicht, ob es so detailliert ist. In Jurassic Park gab es doch nur weibliche Dinos, oder? Die konnten sich dann aber trotzdem fortpflanzen und mit Frosch gehen. Gut, vielleicht können wir das auch irgendwie noch erforschen, Leute. Ich weiß es nicht so. Wir lassen uns mal überraschen. Ich habe hier noch ganz, ganz viele Sachen, was ich erforschen kann und muss. Ich glaube, da muss ich jetzt mal ein bisschen dahinter bleiben. So, da ist wieder keine DNA drin. Hier können wir extrahieren. Und die hier auch. Wir könnten mal noch so einen kleinen... Was haltet ihr davon, noch so einen kleinen Dino zu brüten? Wartet mal. Hier, so einen. Vielleicht warten wir, bis wir 75% haben. Und dann können wir ihn auch mal noch modifizieren. Und dann brüten wir noch und dann wird es eine Bertha. Ja? Der Soundtrack ist Bombe. Dinos sollten eigentlich auch nur eine Kloake gehabt haben, so wie Vögel. Wenn es der Teil war mit dem zweiten T-Rex, ist das der zweite. Der dritte war mit dem Spinosaurus, wo sie den Jungen gerettet haben. Dann habe ich aber, glaube ich, den dritten gesehen. Weil ich glaube, mit einem zweiten T-Rex, das habe ich nicht gesehen. Ja, weiß ich. Ja, ich glaube, ich habe den mal im Fernsehen gesehen. So, was können wir denn hier für genetische Änderungen noch machen? Alpin, Aussehen, verändernde Gene. Ist da einer dabei, den wir schon haben? Der Triceratops, aber nicht die kleinen, ne? Die Angriff... Oh, wir sollten noch bei irgendeinem die Angriffsfähigkeit, glaube ich, erhöhen. Vielleicht, wir forschen das mal kurz. Dinosaurier sind ja dem Vogel sehr nahe oder andersrum. Mods im Spiel, also. Ist das Spiel für Mods offen? Ist eine gute Frage, weiß ich nicht. Also ich weiß, dass man auf jeden Fall so Erweiterungen dazu kaufen kann, aber das weiß ich nicht genau. Ich glaube, mein Mod guckt gerade mal. Aha, mein Mod guckt nach den Mods. Okay, sorry. Also er hat gerade gemeint, es hat keine Steam Workshop Integration. Da hat er gerade mal geguckt. Eher nicht, oder? Okay. Hier, wir bauen ein Souvenirladen. Nee, was ist das jetzt? Jetzt habe ich, glaube ich, gerade einen Klamottenladen, oder? Ah, ich weiß nicht, wo ich es hinbauen soll, Leute. Da geht's wieder nicht, ne? Aber hier könnte ich es hinbauen. Kleiderladen 2 habe ich doch schon eingebaut. Ach Mist. Dann habe ich noch keinen Souvenirladen gebaut. Naja. Die Witze sind ja on point hier. Ja, immer. Okay, ich muss mal den Abwasch machen. Viel Spaß mit den Dinos. Montys dir, wenn man das sagen kann, viel Spaß beim Abwasch. Schon wieder eine Krankheit. Oh, wieso werden die denn jetzt alle krank? Die Gertrude ist krank. Eieieiei. Ja, kümmert euch um die Gertrude. Findet man hier Dinos? Ja. Also, ja. Mods können vor allem den Langzeitspaß erhöhen. Ziel Skyrim? Das stimmt, das habe ich tatsächlich auch mit Mods gespielt. Kämpfen die auch? Das kann wohl passieren. Bis jetzt haben bei mir aber noch keine gekämpft. Aber das geht wohl auch irgendwie. Oder kann sein, ja. Da habe ich den Schutzraum gebaut. Das ist die Beobachtung. Fastfood-Restaurant.
Hey, wo soll denn dann mein... Ich hab ich denn da einen Klamottenladen schon gebaut? Hab ich doch gar nicht, oder? Kleiderladen 2. Souvenirladen 2. Keine Ahnung. Ein Dino-Hut. Ich will ein Dino-Shirt verkaufen. Keine Ahnung. Probieren wir jetzt einfach mal so. Fleischfresser kommen nicht so gut miteinander aus. Fleischfresser habe ich bis jetzt noch keine. Ich habe bis jetzt nur die Pflanzenfresser. Also ich habe zwar, ich könnte schon einen bauen, aber da muss ich jetzt, glaube ich, da gucken wir gleich mal, ob wie noch ein weiteres Gehege, wie das funktioniert, eins zu bauen. Wenn es zum Kampf kommt, Mortal Kombat Musik einspielen. Ja. Ich bin jetzt nur gerade, ich versuche auch hier jetzt noch einiges zu erforschen. Das ist nur immer, man muss immer ein bisschen warten, bis man dann wieder weitermachen kann. Oh, das ist doch gut hier. Dann können sie meine Dinos schneller behandeln. Ich muss auch los, hab noch eine Vorlesung. Bis dann, viel Spaß. Dankeschön, dir auch viel Spaß. Ja, mit zwei Musik. Also wie gesagt, wenn ihr heute Abend Zeit habt, 18 Uhr wird gekocht. Würde mich freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Jetzt gucke ich mal kurz zu meiner Ranger-Station. Muss ich denn das jetzt hier auch noch irgendwie auswählen? Ah, oder? Ich glaube, es ist noch nicht abgeschlossen, ne? Aber ich glaube, ich muss das hier dann auch wieder auswählen. Was wird gekocht? Ja, ich weiß nicht, ob ich es kochen oder backen oder wie auch immer nennen soll. Ich versuche, einen Blätterteigkranz mit einer Feta-Spinatfüllung zu machen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Aber ich glaube, es wird gut. Days Life, danke für dein Follow. Ich versuche es einzurichten. Sehr schön. Das ist schön. Okay. Also, was habe ich gesagt? Jetzt erst, wir machen jetzt erst noch eine Bertha. Hier. Die will ich mal modifizieren. Wenn das geht. Oh, guck mal. Was ist das hier? Ein Muster? Können wir die Lebenserwartung noch erhöhen? Ah, minus 7 ist irgendwie nicht so gut, ne? Das ist minus 3. Also die Lebensfähigkeit. Dann nehmen wir das hier mal noch. Und dann würde ich sagen, können wir die jetzt ausbrüten, oder? Ist sie jetzt modifiziert? Ja, die ist modifiziert. Ausbrüten. Ich habe jetzt theoretisch irgendein Muster... Oh. Ja. Und schon ist es fehlgeschlagen. Wie sie diesen Auftrag erfüllt haben, war einfach klasse. Aber die ist jetzt immer noch modifiziert, also sage ich nochmal ausbrüten. Okay. Sollte man einen echten Jurassic Park bauen, wenn es möglich wäre? Ah, weiß ich nicht. Man sieht es ja auch in den Filmen, dass wie schief das laufen kann. Ich, keine Ahnung. Was meint ihr denn? Klingt crazy. Ich glaube, das kann sehr lecker werden. Ich weiß nur noch nicht genau, da muss ich mir das nochmal angucken, weil man da zwei Blätterteigpackungen sozusagen für braucht und die in einer bestimmten Art irgendwie schneiden und zufalten sozusagen muss und ich noch nicht genau weiß, wie das funktioniert. Dass ich das dann auch hinkriege, wenn ich stream, da muss ich dann gleich noch oder später auf jeden Fall nochmal gucken. Oh, Leute, also Bertha, wir merken uns, es kommt gleich die Bertha. Seid ihr bereit? Hautsavanne. Also wir haben die Haut verändert und die Lebensdauer, glaube ich. Und dafür hat sie auch eine höhere Bewertung. Blätterteig-Origami sozusagen, ja. Vegan Pepsi, Hallöchen, na, alles gut? So, du kommst genau richtig zur Bertha.
Oh, guckt mal, die hatte hier. Studiomimus. Interessant. Noch ein Dinosaurier, der eine direkte Verbindung. Ich würde es den Tieren zumindest so machen, dass sie höchstens ja im Park leben. Dass jeder die Chance hat, sie mal zu sehen. Danach sollte man sie von der Insel bringen, wo sie für leben, einfach. Aber da auf dem Park zu bleiben, ist Quälerei. Ja, ist richtig. Bin befangen, dann auch heimlicher Team Unlimited Fan. Mit artgerechter Haltung wäre es schon cool. Ja, klar, aber das ist halt das. Du kannst die halt nicht artgerecht halten. Das ist ja genau das. So, also Leute, hier kommt Bertha. Schick, oder? Ist schon schick. Hengi TV, hallo, wie geht's? Das ist jetzt schon der dritte, ne? Also, das hier ist die modifizierte Bertha, hui, die hier rumrennt. Da ist der Peter, guck, der hat so ein Aussehen, sage ich jetzt mal. Und der Jürgen auch. Und dann nochmal im Vergleich die Bertha. Hui. Ha. Oh, Nika zockt, ja. Jeder hat so sein was. Bertha mit H. Ja, soll ich ohne H schreiben? Ich hätte jetzt mit H geschrieben. Bertha. Soll ich das H wegmachen? Bertha anders wild, aber hallo. Hallo Nika, hallo Community. Anika, ähnlich Nika. Warum eine Herde mit genügend Auslauf wäre artgerecht? Ja, aber es ist ja trotzdem, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist sehr schwierig. Nö. Wie spreche ich aus? Haya? Danke für deinen Follow auf jeden Fall. Scheiß Autokorrekturen. Ja, so ist das manchmal. So, also hier, das werden auf jeden Fall immer mehr. Die Wissenschaft ist der Grund, aus dem wir hier ja sind. Und dieser Auftrag hilft mir, unsere Forschung voranzutreiben. Ich muss das, die ACU verbessern. Bekommen wir beide, was wir wollen. Das habe ich doch, glaube ich, sogar schon. Nee, ich habe das Nachladetempo hier gedingstelt. Was wollt sie jetzt haben? Die Treffsicherheit, oder? Was wolltest du haben? Die Treffsicherheit, ja. Dann erforschen wir das halt. Ist ja alles gar kein Problem. Das können wir aber schon mal trotzdem kaufen. Und die Treffsicherheit, die erforschen wir, wenn ich es finde. Treffsicherheit hier. Erforschen. So, dann gucken wir doch jetzt mal. Wir haben doch auch wieder... Nee, haben wir nicht. Haben wir keine Fossilien? Ja, oder wie Eminem Song Haya. Okay, wie lange dauert es noch bis zum T-Rex? Oh, ich glaube noch ganz, ganz lang. Ich bin noch relativ am Anfang. Ich glaube, ich bin, was sowas angeht, immer ein sehr langsamer Spieler, weil ich mir mal alles angucke und so weiter. Habe ich wegen Twitch deswegen deaktiviert auf mein Gerät. Ja, manchmal macht die Autokorrektur wirklich, was sie will. Da kommen ganz, ganz wilde Sachen bei raus. Jetzt muss ich mal gucken. Ich soll ja eigentlich noch einen Triceratops mit 82 Angriff freilassen, aber das haben die ja bei mir gar nicht, ne? Wo waren das? Wo standen das? Angriff, Angriff, Angriff. Hier, 54 hat der Bruno. Und die Elke hat 50. Uiuiui, da muss ich ja noch ganz schön modifizieren. Habe ich nun die Geburt von Bertha verpasst? Und oh ja, warte, ich suche dir die Bertha nochmal. Da ist Eddie, da ist Gertrude, warte. Also nur, ach, das sind die falschen, hubala. Zu viele Dinos. Warte, da ist der Peter. Also guck dir den Peter an, dann siehst du gleich den Unterschied. Da ist der Jürgen, der sieht auch so aus. Und jetzt kommt die Bertha. Hier, da ist die Bertha. Ja, so, da sieht man sie schön. Werde ich auch gleich machen. Vielen Dank. Sehr gerne doch. Immer gerne. Okay. Jetzt. Expeditionszentrum. Ich weiß, wisst ihr jemand, oder weiß jemand, wie das ist? Soll man da mehrere Expeditionszentren bauen? Macht das Sinn?
Weil hier sind ja Schlösser und da steht, setzt weitere Expeditionszentren voraus. Heißt es, ich muss tatsächlich mehrere bauen? Rudolf mit PH gibt's noch nicht. Müssen wir uns merken für den nächsten. Ist auch ein guter Name, ja. Du kannst nur ein Zentrum pro Insel bauen. Ah, okay, okay. Gut zu wissen. Dankeschön. Okay, dann gucken wir doch jetzt mal. Ich wollte ein Gehege bauen. Und zwar, ich habe ja einen leichten Elektrozaun, habe ich ja schon erforscht. So, und hier ist doch Platz. Eigentlich. Das heißt, wir versuchen jetzt einen... Aber wieso kann ich wirklich immer nur so Abschnitte bauen? Ah ja, anscheinend. Oh, und ich brauche dafür Strom. Ja, naja. Ich glaube, der muss schon groß werden, oder? Reicht das? Ja, wobei, Fleischfresser, da sollen wahrscheinlich gar nicht so viele... Da kann ich wahrscheinlich eh nicht so viele auf einmal halten, ne? Na, schauen wir mal. So, wir bauen das jetzt. So ungefähr. Okay. Dann, ja, ich brauche da sehr viel Strom. Wir brauchen auch ein Tor. Das bauen wir mal hier hin. Und... Dann einen Weg. Oh, ich sehe leider nichts. Ah, kann ich hier auch wieder nur ein bestimmtes. So, dann ist das hier auch verbunden. Ist das okay so? Ja, ich denke. Ja, wird schon passen. Ist das zu groß? Ist das zu klein? Ich habe keine Ahnung. Dann bauen wir doch hier auch gleich noch eine Beobachtungsgalerie hin. Ja. Vielleicht sogar zwei. Macht das Sinn? Fleischfresser sind bestimmt... Finden doch Besucher bestimmt toll. So. Klug, Friedrich. Danke für dein Follow. Ich habe erst vor kurzem wieder den zweiten T-Rex gesehen, kriege immer noch Gänsehaut bei der Szene mit dem Hochstand, wo die T-Rex-Eltern aus der Ferne brüllen. Das ist legit einfach nice. Das ist doch gut. So, also wir brauchen viel Strom. Das heißt, wir brauchen ein Umspannwerk, wenn ich das jetzt richtig gelernt habe mittlerweile. Ein Umspannwerk. So, das bauen wir hier hin. Und das verbinden wir jetzt mit keine Ahnung was. Ah, also mit dem Strom, da blicke ich noch nicht durch, bin ich ganz ehrlich. So, wartet mal, wir bauen mal hier was hin. Und dann verbinden wir das hier mit. Es hat funktioniert. Guckt euch das mal an. Ich bin ein bisschen stolz auf mich. Und was brauchen wir? Wir brauchen das Entwicklungslabor, damit wir brüten können. Oh, wenn das geht. Habe ich dazu... Oh, ich glaube, ich habe dazu schief gebaut. Obala. Das war natürlich jetzt ein bisschen doof. Passt es da nicht hin? Ah, kann ich das hier nochmal? Wie kann ich denn was? Weiß jemand, wie ich das hier verschieben kann, dass ich sozusagen das die Beobachtungsgalerie verschiebe?
und nach links bauen? Geht das? Oder muss ich das dafür abreißen? Oh, das. Oh, ups, das Umspannwerk, das wollte ich natürlich nicht. Ja, das wollte ich ja. Heieiei. Kann ich das jetzt? Nee. Ha! Nee. Nach links, rechts. Gebäude halten. Ah, ach so. Ja, das ist aber auch nicht das, was ich wollte. Ah, ja, dann reiße ich die jetzt, glaube ich, nochmal kurz ab. Sind Sie sicher? Ja. Okay, dann machen wir es so. Ist auch okay. Dann gucke ich erst, dass ich das hier bauen kann. Hoffe ich. Geht das jetzt hier? Das ist irgendwie verkehrt worden. Och. Ernsthaft? Habe ich so scheiße gebaut? Kann ja gar nicht sein. Ja gut, kann wohl irgendwie doch sein, weil es passt nicht. Hab leider keine Ahnung, will auch keine falschen Infos rausgeben. Alles gut, alles gut. Macht nichts. Jetzt. Ah! Wie kann das denn sein? Ich möchte es ja dahin bauen, weil da habe ich jetzt auch die Stromversorgung. Kann ich die hier nochmal? Oh, dann reiße ich das jetzt auch nochmal ab. So ein Mist, ey. Ja, ich muss es ja nochmal abreißen. Ich glaube, wenn ich das hier drüben hinbaue, dann, das glaube ich, reicht schon. Dass ich auf der anderen Seite genug Platz habe. Tatsächlich. So, funktioniert jetzt wieder alles? Ja. Nee, es scheint nicht zu reichen. Scheiße. Ah! Dann baue ich jetzt den Weg noch an. Das ist mir jetzt voll egal. Ich muss das hier hinkriegen. Weg. Oh, jetzt weiß ich, wo... Oh, ich sehe meinen Weg nicht mehr. Nee, wartet. Wir gucken erst, ob wir das jetzt hier hinbauen können. Ja, okay. Sehr gut. Pokerbread, Hallöchen, du kannst es nicht auf einen Zaun stellen, oder? Das muss so in den Zaun reingehen, aber da war der Weg tatsächlich im Weg, haha. Mein Tipp an dich, erst das Entwicklungslabor bauen und dann Zaun. Ah, okay. Genauso gut geht's mir auch immer. Ach ja, das müsste ich auch mal wieder spielen. Ach so, oh. Muss dann auch immer Gebäude abreißen. Ja, das ist jetzt das erste Gehege sozusagen, das ich selber baue, weil das erste war ja schon vorgegeben. Ja. So, jetzt müssen wir auch den Weg nochmal hier mit dem Tor verbinden, glaube ich. Das ist jetzt mega kacke gebaut, bin ich ganz ehrlich. Aber, naja. Egal. So. Ja, sieht ein bisschen kacke aus, aber egal. Okay, weil das hier soll mein erstes Fleischfresser-Gehege werden, sozusagen. Baue vielleicht zuerst die Gebäude und danach die Wege und den Strom. Ja, ich hatte quasi den Zaun zuerst gebaut und dann schon Strom und so weiter. Und dann habe ich gesehen, dass das nicht hinpasst. Das war tatsächlich ein bisschen blöd. Okay, dann probieren wir doch unseren ersten Ceratosaurus auszubrüten. Oh, ist der teuer. Der ist richtig, richtig teuer. Okay, Daumen drücken, dass es funktioniert.
Und dann muss ich gucken, ob ich dann, ich denke, ich muss dann jetzt im Gehege noch die Landschaft und sowas anpassen. Ich habe kein Wasser drin, fällt mir gerade auf. So während ich rede, hey, so, oh, ich habe kein Wasser, das brauche ich wahrscheinlich. Ja, ziemlich sicher. Und dann gucken, was der braucht, irgendwie Sumpf oder Wald oder was auch immer. Und eine Futterstation müssen wir auch noch reinbauen. Und ich hoffe, dass er nicht ausbricht, weil es ist ja jetzt bis jetzt ein leichter elektrischer Zaun. Mal schauen, ob das reicht für einen Fleischfresser. Mit dem Zaun wirst du viel Spaß haben. Mit den Fleischfressern schau lieber nach anderen Zäunen. Ist das so schlimm? Meine Fleischfressergehege habe ich immer doppelt und dreifach eingezäunt. Ja, ich habe halt bis jetzt noch nicht so viele Zäune, deswegen habe ich mir gedacht, oh, jetzt macht die mir ein bisschen Sorge. Kann ich den Zaun... Wenn das steht, kann ich das nochmal ändern oder kann ich den upgraden, wenn ich irgendwann bessere Zäune bekomme? Geht das oder muss ich quasi immer komplett abreißen und neu bauen? Wisst ihr, wie das ist? Oder der braucht sehr lang. Naja. Ganz deine Meinung. Soll ich nochmal einen Zaun rumbauen? Hilft das was? Ich habe da diesen elektrischen Stahlzaun. Ich habe bis jetzt nur den leichten Stahlzaun und den elektrischen Stahlzaun. Könntest du bitte einen Dino Michael Schofield nennen? Können wir dann machen, ja. Und wir hoffen dann, ob er ausbricht. Ja, ich möchte nicht, dass er ausbricht. Soll ich dann nochmal... Jetzt weiß ich nicht, jetzt habt ihr mich verunsichert. Soll ich dann nochmal... was drumrum machen. Hier, das ist das hier Wasser? Wir brauchen Wasser. Kannst du auch erforschen, die Zäune? Ja, den einen, den Elektrozaun, den habe ich schon erforscht, den ich jetzt hier benutzt habe. Aber meint ihr, der reicht nicht? Wisst ihr, was wir jetzt auch vergessen haben? Wir haben noch keine Besucher-Dingster-Boomster. Hier, die Beobachtungsgalerie fehlt noch. Verbaut? Wieso ist das hier verbaut? Da geht's. So. Ui, bald gibt's Tote. Oh, Leute. Macht mich nicht fertig hier. Jetzt haben wir hier hinten schon wieder keinen Strom. Ist das jetzt euer Ernst? Warum? Und was fehlt da jetzt? Da ist doch überall. Hä? Hm. Da. Ja, der macht, der zickt rum. So, brauchen wir hinten jetzt dann einen Mast oder... Braucht man ein Umspannwerk. Das checke ich irgendwie immer noch nicht so ganz. Ja, ich baue hier jetzt mal noch. Kann ich das hier durchbauen? Nee. Muss ich außenrum bauen? Natürlich jetzt... Voll schick. Macht es jetzt besser? Nein. Na!
muss ich denn jetzt machen? Benötigt Strom. Ein Kraftwerk angeschlossen werden. Oh, ja, okay. Wo ist denn mein nächstes? Das ist hier hinten, ne? Lukas Fotografie, danke für dein Follow. Ich ziehe einfach durch den ganzen Park. Richtig, richtig, richtig hässlich. Strommasten. Super, oder? Jetzt ist es miteinander verbunden. Nee, immer noch. Warum denn nicht? Das ist doch jetzt über... Das verstehe ich jetzt aber wirklich nicht. Hä? Hast du die zwei Zäune nicht miteinander verbunden? Ja, eigentlich dachte ich schon, aber das ist doch hier durchgängig, oder? Die sind doch hier eigentlich zu. So, warte mal, jetzt habe ich ein Stückchen abgerissen. So, oh, man sieht ja gerade mega schlecht irgendwie. Wo ist denn? Ja. Ich sehe es halt jetzt gerade irgendwie überhaupt nicht. Warte mal. Ah, was ist denn das für ein Kack? Ja doch, der ist doch hier. Der ist eigentlich, sind die miteinander verbunden. Der ist doch zu. Abholzen. Ja, ich verstehe das jetzt gerade tatsächlich nicht. Ist natürlich nicht Sinn der Sache, dass wir einen Stromzaun bauen, einen Elektrozaun, und dann hat er keinen Strom. So, so ein bisschen kacke. Ja. Ich verstehe gerade nicht, wieso. Ah, das hat doch. Der hatte doch vorhin noch Strom. Ist denn mein Stromwerk, dass das zu. Dass es einfach insgesamt schon wieder zu wenig ist? Mein Kraftwerk, ich. So, macht's das jetzt besser? Nee. Ich habe das Game bis heute noch nicht richtig verstanden. Bin gerade echt froh, dass Sneaker es gerade spielt. Lerne ich noch was? Oh je. Stockbrot oder Co. Danke für dein Follow. Bin gerade echt am Überlegen, ob ich einfach nochmal so ein Kraftwerk hinbauen soll. Muss. Ich guck hier mal nochmal. Hier können wir auf jeden Fall auch noch das hier verbessern. Das habe ich da nämlich auch noch nicht. Aber Sessel darf. Jetzt gerade ein bisschen, wartet mal, kann ich da Strom-Upgrade? Ausfallschutz, okay. Das erforschen wir auch mal noch kurz. Ich wollte halt jetzt eigentlich ich will halt jetzt mein Dino nicht loslassen oder freilassen, wenn der Zaun halt nicht sicher ist. Wisst ihr, was ich meine? Aber der ist doch auch überall miteinander verbunden eigentlich.
weiß ja nicht, wieso hier zwei Dinger sind, aber das ist ja trotzdem eigentlich zu. Kraftwerk ins Gehege. Was kann schon im schlimmsten Fall passieren? So, go for it. Naja, die Viecher können ausbrechen und dann finden die Leute das, glaube ich, nicht ganz so geil. Braucht er halt eigentlich wieder einen Weg, ne? Ich glaube, ich baue da jetzt echt. Das ist, hört sich zwar doof an, aber ich glaube, ich baue jetzt hier wirklich ein Kraftwerk hin. Weil was soll ich sonst machen? So. Weiß ich nicht, wieso. Weiß ich noch nicht. Okay. Ah, jetzt muss ich hier rum. Soll das nicht ein Erlebnis stark sein? Das sollen sie nicht so anstellen. Die haben noch für Nervenkitzel bezahlt. Ah, ich weiß nicht, ob sie Lust haben, aufgefressen zu werden. Brudi TV, hallöchen, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Also nach dem Spiel gibt's dann ein Nika Zoo, oder? Ja, genau. Einfach nochmal alles abreißen und neu bauen, ganz in Ruhe. Jetzt, das hat jetzt tatsächlich aber geholfen. Schaut mal, jetzt ist es weg. Das heißt, wir upgraden das hier jetzt auch gleich mal. Hier die verbesserte Leistung. Und die reduzierten Unterhaltskosten. Und jetzt, Leute. Aber jetzt, hier. Jetzt. Können wir unseren ersten Fleischfresser freilassen. So. Ein Fleischfresser. Diesmal ein Ceratosaurus. Auf dem Rücken befinden sich markante Stacheln und er trägt ein Horn auf dem Schädel. Ziemlich genau das, was man nicht antreffen will, wenn man alleine unterwegs ist. Oder in einer Gruppe. Ihr habt euch einen Michael Schofield gewünscht. Hier ist er. Was brauche ich noch? Also... grundsätzlich, glaube ich, passt schon mal. Ein bisschen mehr Wald vielleicht, ein bisschen mehr Sumpf wäre auch okay. Und jetzt müssen wir noch mit Wasser, mit Essen versorgen. Ich glaube, ich habe das Gehege viel zu groß für den gebaut. Denk an die Futterstation. Mir geht's gut und dir heute mal nicht am Kochen. Später. Wir kochen später noch. So, hier. Futterstation für Fleischfresser. Diesmal baue ich sie hier hin, damit die Leute gucken können. So. Und wir könnten hier auch mal... Ach so, das wäre... Ah, okay. Ja, okay. Dann ist das jetzt erstmal eine normale Futterstation. Keine Ziegen. Ui, gefährlich. Er trinkt. Ja. Oh, jetzt ist er schon fertig. Er läuft irgendwie lustig, der Michael. Auf Futtersuche. Na ja, dann. Müssen wir jetzt hier noch was machen? Jetzt, wartet mal. Ich muss ihn mir nochmal angucken. Also Wasser hat er. Wir bauen noch ein bisschen Sumpf, ein bisschen Wald vielleicht. Lebendig, das finde ich immer noch krass. Also Wald. Bauen wir hier ein bisschen Wald noch hin. Hier
So. Gras, Fels, Schlamm. Dann brauchen wir Schlamm wahrscheinlich für den Sumpf, oder? Oder ist das nur optisch? Bin ich mir gerade irgendwie ein bisschen unschlüssig. So. Ist jetzt besser? Ja, Wald ist ein bisschen besser. Grasland. Es dürfte noch mehr Grasland sein, glaube ich. Ja, aber ich glaube, grundsätzlich ist okay, oder? Ist okay. Jetzt ist die Frage, darf man da zwei in einem Gehege halten oder sollte man das lassen? Ich weiß es nicht, weil für einen ist das jetzt dann ein viel zu großes Gehege. Matze Freakout, danke für dein Follow. Aber ich weiß halt nicht, du kannst ohne Probleme zwei, drei Zeras im gleichen Gehege. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann holen wir doch noch einen zweiten, hätte ich nämlich gesagt. Vielleicht können wir den auch schon modifizieren. Du kannst probieren. Aussehen, Belastbarkeit, Angriff. Hermann Josef, auch dir, danke für dein Follow. Was haben wir denn hier? Die gute Verdauung. Intuitives Lernen. Immunreaktion. Komm, wir nehmen die gute Verdauung, Leute. Gute Verdauung. Und Aussehen könnten wir auch noch verändern. Muster. Okay. RK17, danke für deinen Follow. Der ist auch sehr teuer. Hoffen wir, dass es klappt. Lassen wir uns überraschen. Der braucht doch seinen Bruder auf jeden Fall. Bürger Lars, danke für deinen Resub. Zweiter Monat schon. Vielen, vielen lieben Dank. Freut mich, dass du da bist, dass dir gefällt. Wie hieß der Bruder von Michael Scofield? Ich hab's vergessen. Ich habe zwar die Serie geguckt und fand sie auch echt gut. Aber wie hieß denn der? Wie hieß denn der Bruder? Dann können wir den so nennen, wenn ihr wollt. Oder ihr könnt auch irgendwelche anderen Namen vorschlagen. Der Peter. Einen Peter haben wir schon. Der soziale Balken lässt nicht viel Spielraum für drei Stück. Ja, der ist sehr eingeschränkt, ne? Lincoln! Ja, stimmt. Stimmt. Aber zwei Stück, denke ich, sind okay. Weil sonst habe ich einfach, ich habe wirklich ein sehr, sehr großes Gehege gebaut. Vielleicht ein bisschen zu groß. Ich gebe es zu. Lincoln Burroughs. Oh, stimmt, der hat auch noch einen anderen Nachnamen, ne? Alright, geh da mal Hausübung machen. Schönen Stream noch. Dankeschön, Vegan Pepsi. Linkin Park. Er stellt sich auch einfach ins Wasser rein. Okay. Kann man machen. Oh, das war die falsche Taste. So. Ah, okay. Ja, dann. Jetzt können wir uns mal wieder auch hier auf die anderen irgendwie mal ein bisschen gucken. Was müssen wir denn jetzt noch machen? Wenden Sie ACU-Treffsicherheit. Genau, wir müssen das hier noch upgraden, Leute. Das haben wir bis jetzt noch nicht gemacht. Die Treffsicherheit. So. Gut gemacht. Sie haben die Anlage vergrößert und neue Gebäude gebaut. So.
Hier, mal wieder zwischendrin ein bisschen was erforschen. Wir müssen ja immer noch, ja, wir müssten, ich verdiene halt immer noch viel zu wenig über die Gästeanlagen, aber ich weiß gar nicht, was wir da alles bauen sollen, um so viel damit einzunehmen. Ich glaube, wir haben noch keinen, haben wir jetzt schon, doch, wir haben einen Souvenirladen, oder? Ja, da hinten ist ein Souvenirladen. Ja, wir brauchen jetzt zwei Ranger-Teams. Wir haben jetzt zwei Gehege. So, das ist... Das geht sonst nicht. Okay, da machen wir auf jeden Fall Plus. Dann können wir doch jetzt auch die Dino-Speisen verkaufen. Wir verkaufen jetzt die Speisen und nicht mehr nur die Häppchen. Drei Worte. Auftrag? Sie? Ja. Nach Lurinia Formation. Alles klar, machen wir. Komme ich da denn hin, ist die Frage. Wo soll das denn sein? Da. Okay. Haben wir gerade irgendwelche Fossilien? Nein, haben wir nicht. Unsere Forschung dauert noch kurz. Und das sind bis jetzt unsere Dinos, die wir haben. Ja. Die vier Stück. Die haben jetzt tatsächlich auch schon alle quasi im Park. So, dann lassen wir den zweiten frei. Und ich glaube, mehr kann ich echt nicht da in das Gehege freilassen. Ich habe das Gehege, glaube ich, echt zu groß gebaut. Naja. Aber seht ihr das? Der sieht jetzt anders aus. Den haben wir ja modifiziert. Der sieht ein bisschen anders aus. Zwei reichen? Ja, ne, hätte ich auch gesagt. Ja, genau. Das ist, glaube ich, genau die richtige Anzahl hier an Sozial. Seht ihr das? Wir können keinen dritten, glaube ich, nehmen. Okay, dann. Was habt ihr gesagt? Lincoln. Hier Lincoln. Okay. So. Dann haben wir die zwei jetzt hier. Oh, wir haben eine neue Insel freigeschaltet. Tropenstürme, öffnen Sie Ihre Schutzräume. Standort C. Allgemein bekannt als Isla Muerta. Eine neu entwickelte Insel. Der Name bedeutet grob übersetzt... Keiner Name. Gigi. Direkt eine neue Insel, von der sie ausbrechen können. Nika Raid incoming. Okay. Irgendwie sogar humorvoll. So. Ranger Teams und ACU verwalten. Bewältigen Sie die Krisen im Park, reparieren Sie Sturmschäden, indem Sie Ranger und ACU Teams Aufgaben zuweisen. Gefährliche Krankheiten. Erforschen Sie Heilmittel für neue Krankheiten auf deiner Insel. Ja. Aber jetzt weiß ich nicht, was ich zuerst machen soll. So, wir können ja mal rüber gucken, ne? Zur Insel. Ah, okay. Da ist wieder der Gyros. Fernbetreiber. Was denn? Was gibt's? Oh, so eine Art Wüsteninsel. Bitte was? Sorry. So gibt es geil. Auf dieser nächsten Insel Isla Muerta immer wieder komplizierte. Okay, hier steht Wetter. Auch schon ein bisschen was. Wir wissen schon, Sturm, extreme Bedingungen, sowas in der Art. Von Zeit zu Zeit. Wie Sie sehen können, kann das Wetter hier etwas temperamentvoll sein. Heben Sie zuerst die Schäden, die der Sturm verursacht hat. Sie sollten ein Ranger-Team verwenden, um den Park wieder betriebsbereit zu machen. Oh, und vergessen Sie nicht, die Schutzräume zu schließen, wenn es die Sicherheit erlaubt. Die Gäste wollen ja nicht ihr hart verdientes Geld für das Herumsitzen in unterirdischen Bunkern ausgeben. Oh je, Mine. Das muss ein heftiger Sturm gewesen sein. Haben wir einen Ranger? Und das schlechte Wetter scheint häufig ein Vorbote für schlechtes Dinosaurierverhalten zu sein. Wenn Sie glauben, dass... Die Insel ist nicht so einfach für Anfänger. Ja, dann bleiben wir doch erstmal vielleicht noch auf der anderen Insel, oder? Und heben uns die quasi so ein bisschen auf. Kleinste Veränderung. Typhinox, vielen lieben Dank für deinen Raid.
Na, wie geht's euch? Wie war euer Stream? Okay, also dann würde ich sagen, wir gehen erst wieder zur anderen Insel, wenn ich da wieder rüberkomme. Moinsen, Nika, Andolin, Hallöchen, wie geht's? Und Zwossos, Hallöchen. Und direkt danke für dein Follow. So, ich habe jetzt gerade eine neue Insel freigeschaltet, auf der möchte ich aber erstmal gar nicht bleiben. Wie komme ich denn jetzt wieder zur anderen Insel? Inselnavigation, hier. Wir gehen wieder zu unserer alten Insel wieder rüber. Zur Insel. Yes, please. So, alles bestens, haben ein bisschen Krebs gemacht. Oh, geil. Wie läuft's bei dir? Ja, ich glaube, ich bin ein bisschen langsamer, aber es läuft ganz gut. Ja, Osterurlaub, danke für dein Follow. Ja, wir spielen gerade so ein bisschen, wie heißt's? Jurassic World, so, wo man so seinen eigenen Park sozusagen aufbaut. Und da haben wir schon ein bisschen was geschafft, ja? Ha, hier, wir haben. Wartet. Da, hier, ganz neu. Wir haben hier zwei Fleischfresser. Ja. Und wir haben auch schon ein paar Pflanzenfresser. Die haben wir schon länger. Ich muss nur das Gehege finden. Hier. Da haben wir schon. Da ist zum Beispiel die Bertha. Simba-Palöchen. Magst du mal von vorn anfangen? Hab vieles verpasst. Nee. Ich habe ja heute von vorn angefangen. Ich spiele das Spiel ja zum ersten Mal. Dann haben wir die hier. Und da. Oh, hier. Der Eddie. Die haben wir auch schon. Also wir haben schon ein paar Dinos hier freigeschaltet. Irgendwie Fingerprint in der Description. IT-Systemkauffrau, den es viele auf der Website, klar. Da lässt man einen Follow da. Freut mich. So, sei mir nicht böse, aber ich muss leider schnell in die Küche kommen. Alles gut, verstehe ich. Voll. Was das Problem war. Ist tot. Oh je, was ist jetzt passiert? Aber Sie müssen sich jetzt fragen, ob man das nicht hätte vermeiden. Was ist jetzt passiert? Die Antwort? Natürlich nicht. Der Tod kommt immer. Ist jetzt einer gestorben? Hätten Sie ihn hinauszögern können? Das ist eine andere Geschichte. Der Jürgen ist gestorben. Da, an Altersschwäche gestorben, Leute. Und was mache ich jetzt? Warum? Ich wusste, dass sie es schaffen würden. Und das haben sie auch. Nö. So, jetzt muss ich mal kurz gucken, ne? Muss mein Ranger-Team jetzt hier ausrücken? Oder was mache ich denn da jetzt? Wie? Was mache ich denn jetzt hier mit dem Jürgen? Der Jürgen ist gestorben. Was mache ich denn jetzt? Scheiße. Verfüttert an die Fleischfresser. Ja, aber wie geht das denn? Geht das? Wie soll das denn funktionieren? Ah, ich brauche bestimmt die Helikopter, oder? Die kann man per Hubschrauber entfernen. Oh nein, was ist mit Jürgen los? Jürgen ist gerade gestorben. Okay. Ich weiß noch nicht genau, wie das funktionieren soll. Das Transportteam brauche ich. So, Aufgabe hinzufügen. Hier, Jürgen entfernen. Jetzt. Ah. Da wird er abgeholt. Oh, Nika, der arme Jürgen. Ja. Tut mir leid. Aber er ist an Altersschwäche gestorben. Nicht, weil es ihm schlecht ging oder so. Es war immerhin Altersschwäche, ja? Also. Da. Hier. Kann man zugucken, wie er abgeholt wird. Zack. Der kommt in die Tierfutterfabrik. Jürgen entfernen, klingt zu traurig. Oder hast du zu viel für ihn gekocht? Ja, wahrscheinlich. Er hatte ein sehr gutes Leben hier bei mir. Guck, die haben hier zwei Futterstationen. Okay. Na gut, die transportieren den jetzt ab, ne? Hei, 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 hei. Der Wahnsinn.
So. Oh, das ist aber neu, oder? Ah, da kann ich aber auch nichts extrahieren. Schade. DNA extrahieren. Hier auch DNA extrahieren. Wenigstens hat die Leichenstarre noch nicht eingesetzt. Wassermarsch. Da muss ich aber von den Amerikanern verheimlichen. So, ich trinke was. Hey, ich hab da von einer tollen Gelegenheit bis dahin gibt's keine Amis. Was lässt liegen in 65 Millionen Jahren das Öl draus geworden? Genau. So, was wollen die? Bauen sie zusätzlich Beobachtungsgalerien, Plattformen, um die Dinosaurier sichtbar. Ja, das können wir ja machen. Da bin ich voll dabei. Vielleicht gerade hier, weil das hier auch so ein Riesen... Das mag ich an Ihnen. Sie bringen Ergebnisse. Ein Riesengehege ist. Bauen wir doch hier auch nochmal so eine Galerie. Brauchen wir wieder einen Weg? Also wie gesagt, für alle, die sich vielleicht wundern, wir kochen heute trotzdem ganz normal um 18 Uhr. Den Stream gibt es trotzdem. Nicht wundern, das ist jetzt einfach nur heute, weil ich eben Urlaub habe die Woche und ein bisschen mehr Zeit habe und ich jetzt das Spiel ausprobieren wollte. Und ich bin positiv davon begeistert, muss ich sagen. Also mir macht es Spaß. M4Mo, danke für dein Follow. Klar, auf einer separaten Fastfood-Raumstation wie bei Wall-E. Genau, also nur das am Rande. So, wenn ihr später noch Zeit und Lust habt, würde mich auch freuen, wenn ihr da dann reinschaut. Ich werde quasi zwischendrin dann irgendwann aufhören. Ich muss noch zur Packstation vielleicht noch mal kurz einkaufen gehen, umbauen. Und dann streamen wir aber heute Abend dann wieder ab 18 Uhr aus der Küche. Leni Keks, vielen lieben Dank für dein Follow. Ich hoffe, dir geht's gut. Was ist da jetzt? Reserve leer. Oh, müssen die mal wieder auffüllen hier. Funktioniert das von alleine? Anscheinend nicht. Ranger, Aufgabe hinzufügen. Oder Station auffüllen. Hier. Kümmert euch drum. Ja. Gut. Danke, ja, mir geht's gut. Und dir? Mir geht's auch gut, danke der Nachfrage. Hab das Spiel damals richtig gesuchtet, macht echt Fun. Ja, es ist echt ganz cool. Finde ich auch. Also was ich immer vergesse zwischendrin, ist, dass ich immer wieder forsche. Deswegen habe ich irgendwie so viel, was ich noch nicht erforscht habe. Aber es ist echt ganz cool. Also mir macht's auch Spaß. Leafgrafa, danke für dein Follow. Dinosaurier. Oh Gott. Oh Scheiße, jetzt ist jemand ausgebrochen, oder? Nee. Ach nee. Oh. Da hat der gerade die Ranger angegriffen. Der Bruno? Gefährlich für das Fahrzeug. Okay. Jetzt ist er wieder friedlich. Das dachte ich schon kurz, es wäre was ausgebrochen. Das wäre überhaupt nicht cool. Ja. Ja. Ja, vielleicht. So. Was ist denn jetzt hier? Oh. Ja, der Jürgen wurde abgeholt. Der ist weg. Ja. Aber vielleicht können wir nochmal einen neuen Dino uns jetzt ausbrüten hier. Können wir nochmal modifizieren. Jetzt können wir mal gucken. Ich habe ja gerade noch ein paar andere Sachen, so Modifizierungen gelernt. Hier Wüstenmuster, dann Belastbarkeit. 72, 67. Ach, das ist die Belastbarkeit. Ich gucke gerade falsch. 51, 60. 59, 44. Wo war das? Das hier noch am besten, ne? Oder das hier? Wie machen wir das hier? So. Und das hier kann ich noch nicht. Okay, probieren wir mal, ob das funktioniert.
bin gespannt. So, mal sehen, ob wir gleich unseren nächsten Dino freilassen können oder auch nicht, weil das Brüten kann auch irgendwie fehlschlagen. Gerade wenn man modifiziert, dann funktioniert das nicht immer. Aber nachdem jetzt einer gestorben ist, den müssen wir eigentlich jetzt wieder ersetzen, ne? Jürgen wird jetzt ersetzt. Also sieht doch bis jetzt ganz gut aus. Jawohl. So, Leute. Macht euch bereit für den neuen Dino. Und ich brauche wieder einen Namen. Hier. Wie soll er heißen? Er, sie, es. Was? Günther? Mein Mod hat Günther vorgeschlagen. Ja, Günther finde ich natürlich auch gut. Wir können ihn gerne... Herbert. Herbert ist auch nicht schlecht. Machen wir erst einen Günther und dann noch einen Herbert, ja? Also. Günther. Das ist Günther, Leute. Detlef! So ein kleines Ehren-Karl-Heinz. Ja, merkt euch die Namen, merkt euch die Namen. Ja, wir müssen ja definitiv noch ein paar Dinos mehr. Ich sagte schon, der Eddie ist auch gestorben. So, also was brauchen wir denn noch? Wir brauchen Herbert, Detlef und einen Karl-Heinz. Ja, ja, ich befürchte, die anderen Dinos werden ja auch irgendwann sterben. Deswegen, Rudolf. Stimmt, den Rudolf wollten wir ja auch noch. Ein typisch deutscher Dino-Park, wie man ihn halt kennt. Ist halt wirklich so. Oh Mann, ey. Ja, mit richtig deutschen Namen. Ja, wir haben auch eine Gertrude, ne? Irgendwo. Da ist die Gertrude hier. Ja, hier. Mhm. Ja. Wir haben schon, also bei den Namen sind wir ja on point, würde ich sagen. Da kann sich keiner beschweren. Genau, so, jetzt muss ich mal gucken. Also, wir sollen ja noch einen... Hier, wartet. Modifizieren Sie einen Triceratops mit einer Angriffseigenschaft von mindestens 82. Das ist halt wahnsinnig viel. Ich glaube, da bin ich noch richtig weit von entfernt. Wo ist denn der? Hier. Da, Angriff. Ich bin halt bei 54. Kann ich das schon machen? Angriff. 65, 60, 60. Ja, das. Das bringt mir noch gar nichts. Ich glaube, dafür muss ich dann, glaube ich, tatsächlich noch mehr erforschen. Ja. Ich weiß nicht, ob sich das steigern lässt. Wisst ihr, ob sich das quasi aufeinander aufbaut, wenn wir einen modifizieren und das funktioniert? Bleiben die Werte dann, dass wir das sozusagen darauf aufbauen können? Also einmal plus 11 und dann nochmal plus 11? 5000 pro Minute. Ich bin gerade völlig im Minus. Ich lehne das jetzt mal ab. Wieso bin ich so krass im Minus? Uiuiui, was habe ich denn gemacht? Ich habe das Fastfood verändert, ne? Oh, oder ist es durch die zweite Insel? Boah, muss ich da jetzt aufpassen durch die zweite Insel, dass die mich jetzt hier nicht, dass ich dadurch bankrott werde? Wisst ihr, wie das ist? Aber ich habe die jetzt so ein bisschen, ja, ignoriert erstmal sozusagen. Ich vergesse immer, dass ich die Dinger hier dann auch nochmal kaufen muss. Wenn ich das erforscht habe. Genetische Forschung. Starke Heilung. Und Alpin. Ah, wir werden...
Wir forschen ja gerade noch. Es dauert halt auch immer so ein bisschen. Aber was wir machen könnten, wir könnten mal noch auf eine Expedition wieder gehen. Ja. Und es shift. So, Forschung abgeschlossen. Sehr gut. Das heißt, wir müssen das jetzt, glaube ich, auch wieder... Da ist der Schutzraum. Wo ist meine Ranger-Station? Hier. Okay. So, haben wir das auch schon mal ausgestattet. Aber es wird immer weniger, ne? Das ist schon langsam ganz gut. Also, was ich quasi noch nicht erforscht habe, das habe ich irgendwie am Anfang, glaube ich, viel zu krass schleifen lassen. So, habe mein Meeting beendet und gesagt, ich verpasse den Aufbau von Jurassic Park. Da hatten die Leute schon Verständnis. Ja, ne? Wer nicht? Ist ja... Hallo? Ist wichtig. Nikolai, ist die Brille mittlerweile angekommen? Gibt sie heute im Stream zu sehen? Deswegen muss ich tatsächlich heute noch zur Packstation. Also sie ist da, sie wurde in die Packstation gebracht. Ich habe sie noch nicht aus der Packstation geholt. Deswegen, das ist auch so ein weiterer Grund. Ich glaube, ich streame jetzt das Spiel auch nicht mehr allzu lang. Ich werde jetzt demnächst dann auch Schluss machen, glaube ich. Damit ich eben noch zur Packstation kann, eventuell einkaufen, umbauen und so weiter. Damit es dann um 18 Uhr... Damit ich dann mega fresh aussehe mit Zwiebelbrille. Ja. Nein? Witzbold. Mein Mod ist schon wieder am Trollen. Zu den Fossilien. Okay, also. Das können wir extrahieren. Das können wir auch extrahieren. Und was das Silber ist, können wir verkaufen. Los, Hop Hop. Mach ich dann. Können wir da eigentlich gerade doch mehr nähen, ne? Ich habe aktuell nur die hier zur Verfügung. Teilweise ausgeschöpft, teilweise erschöpft. Das ist auch schon teilweise erschöpft, das hier auch. Das hier aber auch. Also alles schon teilweise erschöpft sozusagen. Naja, gut. Mods trollen nicht, er sorgt dafür, dass du stylisch bist. Ja, ja. Immer. So. Die Forschung haben wir abgeschlossen. Dann machen wir jetzt noch hier die Alpin-Forschung. Oh, die dauert 4 Minuten, okay. Aber bis jetzt... Oh nein, Krankheit ausgebrochen. Wo denn? Wer ist krank? Hier. Die Bertha! Um Gottes Willen. Also, dann Ranger-Team, medizinisch behandeln, Bertha bitte. So. Gute Besserung, Bertha. Nein. So, am besten ein bisschen Abstand zu denen hier halten. Ich glaube, der war davor böse. So, ach, hervorragend. So muss das sein. Hier, die hatte Erkältung. Die Bertha hatte Erkältung, Leute. Ich finde das so geil, dass die Erkältung haben können. Oh. Pro Insel kann nur ein Ex... Ja, okay.
Ja, aber ich kann doch, ich muss doch, so wie Forschung erforderlich. Okay, dafür ist eine Forschung erforderlich. Und dafür auch. Okay. Ja, kannst du langsam machen. Im Showbusiness geht es immer ums Geschäft. Und mir geht es um diesen Auftrag. Sie sollten meinem Beispiel folgen. Ach, ist mir relativ egal. Was benutzen Sie um mindestens ein Exemplar zu verkaufen? Okay. Na gut, können wir auch mal ausprobieren. Das haben wir noch nicht gemacht, ne? Oh, wie groß sind da die Thermos? Olle Bertha hat kurzer Gedächtnis. Sind die ganz Bettler? Ein Ceratosaurus. Was ist das für einer? Sind das die Fleischfresser? Soll ich einen Fleischfresser verkaufen? Wo sind denn die? Ja, tatsächlich. Oh nein! Oh, ist natürlich cool. Nein, wen verkaufen wir denn jetzt? Den Michael oder den Lincoln? Alpha. Oh, der Lincoln ist das Alpha-Tierchen. Oh, dann weiß ich jetzt, was die Krone bedeutet, Leute. Real King Philip, Hallöchen. Ja, dann verkaufen wir, wenn der Lincoln das Alpha-Tier ist, dann verkaufen, müssen wir den Michael verkaufen. Michael. Okay. Dann gucken wir mal, wie das funktioniert. So. Das ist es wahrscheinlich wieder. Oh, das weiß ich jetzt gar nicht. Aufgabe hinzufügen. Das ist nur betäuben. Das ist nicht das. Oh, falsche Taste, sorry. Dann brauchen wir hier ein Transportteam wahrscheinlich. Wenn ich dann sage. Ja, jetzt weiß ich natürlich nicht, wo welcher ist, ne? Wo? Sehe ich das nochmal? Das sehe ich nicht. Ah, die Krone heißt, dass er ein Prinzesschen ist, ja. Nimmst du den Ton mit dem Headset auf? Frage, weil das Mikro runtergeklappt ist oder mit einem anderen? Nee, ich habe vor mir ein Mikrofon stehen, aber ich habe mein Mod noch auf den Ohren. Also mein Mod hört mich quasi, glaube ich, durch das hier. Aber ich habe mein ganz normales Yeti-Mikrofon vor mir stehen, mit dem ich aufnehme. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, hier jemanden zu verkaufen. Aber das hier müsste ja der Modifizierte sein, ne? Das heißt, das hier ist der Lincoln. Das heißt, das hier müsste Michael sein, theoretisch. Aber irgendwie muss ich ihn erst betäuben? Wartet mal, wir betäuben... Okay, wartet mal. Wir betäuben ihn jetzt mal. Dinosaurier betäuben. Das muss ich mir nochmal anschauen. Was habe ich gesagt? Das hier müsste ja... Ja, genau, das hier ist Michael. Okay, also betäuben wir Michael einmal. Oh je, Mini. Das kann ja nur... Ich glaube es auch. Wahrscheinlich bricht er jetzt gleich aus. Der Dino-Schwarzmarkt. Versteckt er sich? Norbi, danke noch für dein Follow. Sorry, ich krieg das manchmal nicht direkt mit. Bin hier so vertieft in mein Dino-Park. So. Okay. Nein, es läuft da weg. Hallo? Ich glaube, die kriegen es nicht hin. Ah, jetzt liegt er, okay. Und jetzt müssen wir nochmal, glaube ich, das Transportteam vielleicht
abrufen. Transportteam. Aber ich weiß ich nicht, ne? Transportieren. Und dann eher verkaufen. Diesen für... Okay. Oh. Bin mal raus. Danke für die gute Unterhaltung. Sehr, sehr gerne. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Da. Wo haben die jetzt beide eingeschläfert? Sieht fast so aus. Da wird der Michael abgeholt, Leute. Ah, nee. Lincoln hat einfach keinen Bock. So. Jetzt ist er weg. Produkttransport. Das ist so geil, wie die immer die Produkt nennen. So, wir könnten ja dafür, könnten wir noch einen neuen ausbrüten, ne? Könnten den jetzt auch wieder modifizieren. Der Futterstation muss aufgefüllt werden. Um Gottes Willen. Die hier? Oder welche? Ja. Wo sind denn meine Ranger? Voller Erfolg bedeutet Geld mit Futterstation auffüllen. Wo ist es? Noch mehr damit zu verdienen. Oh je. Die müssen jetzt aber zum... Oh, hätte ich ihn davor betäuben sollen? Signalpistole abfeuern. Aber lassen wir uns mal überraschen, ob die da heil wieder rauskommen. Da bin ich mir gerade irgendwie nicht so sicher. Der kommt wieder. Nächste Staffel ist er wieder da. Im Flug aufwachen und randalieren. Die müssen nur schnell genug rennen. Ja. Wahrscheinlich gibt es gleich... Ich suche immer nach Möglichkeiten, die Sicherheit hier zu verbessern. Und ich bin der Meinung, dass uns dieser neue Auftrag dabei helfen kann. Bin ich etwas unschlüssig, ob das so gut ist. Wenn die da jetzt einfach reinfahren. Wir müssen nach anderen Dinosauriern suchen, die wir domestizieren können. Oder besser gesagt, die wir in die richtige Richtung lenken können. Wo sind denn die Ranger? Oh, da sind sie schon. Kontrollieren lassen. Okay, Leute. Anhand ihrer natürlichen Hierarchie. Darum brauchen wir mehr Proben. Oh je, Mini. Die fahren halt jetzt gerade auch direkt dahin, ne? Füllt auf, okay. So. Und jetzt am besten schnell wieder weg. Oh, das funktioniert aber. So sieht also Homeoffice eines Dino-Zuwärters aus. Genau. Zur Not haben die Dinos einen kleinen Snack. Und ich habe ein Ranger-Team weniger. Oh je. Oh nein. Scheiße. Guck. Oh je. Hallo, Lincoln. Hör auf damit. Es hat 50% ausgemacht. Hei. Hat er sich auch wehgetan? Nee. So, wer ist jetzt gestorben? Ja. Der Peter ist auch gestorben. Ja, jetzt sterben sie alle nach und nach. Wie war das Transportteam? Peter entfernen. RIP Peter. Jetzt müssen wir die hier vor allem wieder ausbrüten, weil sonst sind es ja zu wenige. Und da wollte ich jetzt nochmal einen modifizieren und den auch nochmal ausbrüten. Das lassen wir lieber hier. Angriff lassen wir bei ihm hier, glaube ich, lieber sein.
bei den Fleischfressern. So, wie sieht's hier aus? Oh, fehlgeschlagen. Dann nochmal. So, da haben wir DNA gefunden. Das ist schon mal sehr gut. Forschung. Was können wir jetzt noch erforschen? Das hier. Und dann das hier, ne? Ah, sind wir aber eigentlich schon ganz gut jetzt, würde ich sagen. Haben wir jetzt irgendwo was, wo was Neues auch gefunden wurde? Nee, ne? Dino kann freigelassen werden. Okay. So, was fehlt jetzt? Detlef. Oder ein Karl-Heinz. Ja, das wird ein Karl-Heinz, ja? Das ist Karl-Heinz, Leute. Karl-Heinz gefällt mir auch sehr gut. Aber Detlef kommt auch noch. Und Rudolf haben wir auch noch, ne? Heieiei. Zu viele Namen. Also, Karl-Heinz. So. Wir haben jetzt gerade glaube ich, nur noch zwei. Das heißt, ich hatte eigentlich immer die ganze Zeit drei. Das heißt, wir brüten direkt noch einen aus. Den könnten wir nochmal kurz gucken, ob wir nochmal modifizieren. Immer wieder mal, ja. Belastbarkeit. 51, 52. 51. Machen wir doch hier die 52 noch. Okay. Ausbrüten. Kalle! Rüdiger! Okay, wie soll dieser Dinosaurier heißen, den ich jetzt gerade ausbrüte? Kalle? Rüdiger? Rudolf? Detlef? Hier. Karl-Heinz haben wir schon. Karl-Heinz habe ich gerade schon in die Freiheit entlassen. Da ist Karl-Heinz. Guck ihn dir an. Da ist Karl-Heinz. Oder ist er weiblich? Das entscheiden wir, ob der weiblich oder männlich ist. Die Ilse. Oh, Ilse finde ich natürlich auch hervorragend. Ingeborg. Oh, Gottes Willen. Hausmeister Krause. Ne Babsi. Das wird eine Babsi, Leute. Von Barbara. Ja, das finde ich super. Aber ich nenne sie Babsi. Da. Das ist die Babsi. Geil. Oh, schön. Da. Die wartet auf ihr Essen. Hoch. Geil. Roswitha passt auch zu den Tieren. Das stimmt. Django ein Muss. Django ist auch gut. Das stimmt, ja. So. Jetzt haben wir gerade... Ich finde immer mein Ranger-Team nicht. Ich weiß immer nicht, wo die sind. Da sind die. Ich kann jetzt gleich noch hier das Upgrade reinmachen. Okay. Ja. Und dann stoße ich noch eine Forschung an. Die letzte. Und dann hätte ich gesagt, müssen wir aber erstmal mit Jurassic Park, Jurassic World Schluss machen für heute. Damit ich noch meine Zwiebelbrille holen kann, ne? Damit wir dann später kochen können. Und ich muss mir das unbedingt angucken, wie das genau funktioniert. Habe ich jetzt hier noch einen zweiten? Oh, das auch. Oh, den müssen wir noch ganz kurz machen. Das muss ich noch machen, bevor ich aufhöre. Ich möchte hier noch einen zweiten Dino haben. Wir können in der Zeit dann schon mal gucken, vielleicht auch, wen wir raiden könnten. Ja, wie gesagt, nicht traurig sein. Um 18 Uhr bin ich wieder online. Dann
Ich weiß nicht, ob man es kochen oder backen nennen soll. Es ist irgendwie mehr kochen als alles andere. Wie das funktioniert, die Zwiebelbrille? Ja, aufsetzen, ne? Nee, ich muss, was ich machen will. Ich möchte diesen, wie heißt es, ein Blätterteigkranz mit einer Füllung aus Spinat und Feta-Käse, ein bisschen Zwiebel ist, glaube ich, auch drin, machen. Sorry. Und dann habe ich zwei so gekühlte Rollen mit Blätterteig gekauft. Und die muss man irgendwie schneiden und dann falten und was weiß ich was. Und ich bin auch noch nicht so ganz durchgestiegen, wie das genau funktioniert. Da muss ich nochmal gucken. Hier mal kurz noch damit. Zielbrille, da war ja was. Ja, da war was. Nein. Habt ihr denn Vorschläge für einen Raid, wo wir dann in ein paar Minütchen hinraiden könnten? Richtig fetzig heute im Kochbackstream. Mhm, aber hallo. Zocken mit Zielbrille. Nee. Das machen wir nicht. Wir haben auch, glaube ich, immer noch den Raid-Anführer mit Kanalpunkten drin, falls sich den jemand schnappen möchte. Bei mir sieht es nämlich tatsächlich gerade sehr mau aus an Leuten. Ja gut, um die Uhrzeit ist halt, sind viele, denke ich, noch arbeiten oder irgendwie anderweitig beschäftigt. Abends sieht es dann immer anders aus, da sind immer viele Leute online. Ach, das ist doch ein guter Schnitt. Der eine Streamer, den ich schaue, ist gerade nicht online. Ah, verdammt. Der Killer ist dann aber eine Cordula. Sollen wir die Cordula nennen? Ich würde sagen, wir brüten ihn jetzt noch kurz aus. Ich hoffe, das funktioniert. Geben ihm einen Namen und dann raiden wir. Weil dann muss ich echt langsam gucken, dass ich noch alles schaffe, bevor ich wieder streame. Mhm. So 82%, das könnte doch was werden, oder? Ich glaube, sonst wäre es schon davor abgebrochen. Dalukat? Ja gut, das sind halt riesige Streamer, ne? Das Leben findet einen Weg. Sag mal, kann man natürlich auch machen. Auf jeden Fall, wenn wir keinen anderen finden, dann können wir natürlich auch ganz große Streamer raiden. Raiden? Sonst guckt jemand, dass ich ein bisschen kleinere auch raide. Wir könnten natürlich auch in die Kategorie Essen und Trinken mal kurz reinschauen, ob da gerade jemand irgendwas macht. Ist es? Ja! Es ist Mo Blue? Kenne ich nicht. Es ist... Ja, kannst du machen. Da, schaut ihn euch an. Also, soll es eine Cordula sein? Hey, es hat funktioniert. Ja, passt doch. Ja, aber ich muss erst noch kurz die Cordula hier. Cordula. Könnten sie auch Cordula Grün nennen? Rüdiger? Ich bin für Cordula Grün. Komm, das ist Cordula Grün, Leute. Oh, jetzt habe ich das Entwicklungslabor umbenannt. Huch, ich wollte doch... Scheiße. Ja, das hier ist die Cordula. Cordula Grün. Okay, so, jetzt aber. Das ist eindeutig ein Django. Icke, jawohl, das Cordula Grün Labor. Solarfan, danke noch für dein Follow. Also wie gesagt, wenn ihr Zeit und Lust habt, heute Abend 18 Uhr streame ich wieder. Da wird dann gekocht, also aus der Küche. Wir raiden zu, wie heißt es, Mo Blue rüber. Ich glaube, spielt Sims gerade.
Ja, würde mich freuen, wenn ihr noch mitredet und Hallo sagt. Und noch mehr würde es mich freuen, wenn ihr heute Abend wieder einschaltet. Genau. Ja, bis dahin noch schönen Tag, ein paar schöne Stunden. Wir sehen uns, wir hören uns. Schönen Nachmittag. Und ja, tschüss.